Schnelle Autos, Vampire, Meerjungfrauen, Nazis, Gold und so viel mehr. Jetzt bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Bea, mit Anne, mit Wolf und mit meiner Wenigkeit. Und wie schön, dass du es eingeleitet hast mit Nazis, Meerjungfrauen, schnelle Autos und man fragt sich, okay, wer spielt hier welche Rolle? Gucken wir mal. Ihr dürft euch gerne eine aussuchen. Ich bin die Meerjungfrau. Schwierig. Ich bin schnelle Autos. Ja. Dann bin ich der Nazi. Bist du der Nazi? Möchtest du nur nicht Gold sein? Kannst du auch der Vampir sein? Oh ja. Ja, schon Vampire haben wir auch noch. Ja. Okay, gut. Ja. Ich, ach komm, ich entscheide mich für ein Virus, aber warum, das erklären wir später. Oh oh. So, liebe Freunde, wir haben heute eine Menge vor, deswegen bitte ich euch, ganz kurz einmal zu erzählen, was ihr denn so als letztes geschaut habt. Ja, ich muss peinlicherweise gestehen, ich habe alle Twilight-Filme als letztes geguckt. Alle? Ja, geil. Alle. Ja, aber ich hatte wirklich einen guten Grund. Also ich war sehr, sehr... Jetzt bin ich gespannt auf den guten Grund. Ich war die letzten Wochen, hatte ich immer sehr viel zu tun. Unter anderem hat mich Anne sehr lange wach gehalten. Das stimmt. Wirklich viel zu lang. Und da reden wir bestimmt später nochmal kurz drüber. Und deswegen war ich einfach letzten Sonntag, ich war saumüde und ich habe gemerkt, ich bin die ganzen Wochen einfach nur noch dauermüde. Und deswegen wollte ich mich nur noch vor den Fernseher setzen und stumpf was angucken. Und dann habe ich mir gedacht, ziehe ich mir alle Twilight-Filme. Alle vor allem. Weil es halt auch, es ist wirklich sehr lange her. Ich glaube, ich war, ja, als die rauskamen, habe ich die das letzte Mal gesehen. Und es war tatsächlich ganz schön amüsant. Ich habe das dann auch noch über Instagram mit meinen treuen Followern geteilt. Und am Anfang habe ich noch gedacht, warum mache ich das? Und dann haben mir irgendwelche Leute aus meiner Schulzeit geschrieben, oh, mach weiter, ist total witzig. Und ja, dann war ich motiviert. Oh je. Also lustigerweise habe ich das vor einiger Zeit mit meinem Kollegen Kolja für unseren eigenen Horror-Podcast gemacht. Zur ersten April-Folge haben wir uns wirklich hingesetzt. Also unser Plan war, an einem Tag wirklich alle fünf Filme sind es, glaube ich? Vier. Ja. Also vier? Drei Bücher und dann der letzte Band ist. Es sind ja 1, 2, 3 und den letzten haben sie auf zwei Filme aufgeteilt. Genau, ja, das waren fünf. Ach, das sind vier Bücher? Ja. Auf jeden Fall sind es irgendwie fünf Filme. Und wir haben wirklich, also wir wollten das an einem Tag gucken und wir mussten nach dem dritten Teil abbrechen. Wir konnten nicht mehr. Und also, ich konnte noch. Du konntest noch, aber ich habe die Filme zum ersten Mal gesehen, jetzt es war wirklich surreal, ohne Scheiß. Also ich wusste ja im Vorfeld schon, man hat ja alles mitbekommen, so Edward und der glitzert und so ein Emo-Typ und so. Aber das dann 10 Jahre später das erste Mal wirklich zu sehen, was in dem Film passiert und wie dumm eigentlich alles ist, das war schon sehr, sehr speziell, muss ich sagen. Vor allem der dritte, ne? Der dritte ist ja von dem Regisseur. Ich kann die nicht mehr auseinanderhalten. Ja, ich weiß es auch nicht mehr wirklich. Also das Ding ist, ich habe es auch nur bis zum dritten geschafft. Ich habe den vierten mal auszugsweise gesehen, da wird sie schwanger, ne? Ja, genau. Den ganzen Film passiert nichts, außer dass sie schwanger wird und warten darauf, dass die anderen Vampire kommen. Also passiert sonst nichts. Das ist das Geilste mit diesem kein Sex vor der Ehe-Ding. Und kaum sind die verheiratet, dann sind die ganze Zeit nur am Knattern. Die ganze Zeit. Aber vor allem auch, das kein Sex vor der Ehe, das sagt ja er als Vampir. 200 Jahre alt, hat noch nie gebumst, aber nein, ich kann mit dir nicht ins Bett. Ich möchte, dass du mich erst heiratest. Ja, genau, Alter. Ich dachte mir auch, der bestimmt so Eier wie Bo von Bo is Afraid. Ja, genau, vielleicht, ne, dass da, ja. Also hätte eigentlich so sein müssen. Ja, ey, 200 Jahre Blue Balls, entschuldige mal, ne? Das muss den killen. Auf der anderen Seite, das geht ja, der hat ja gar kein Blut, das in ihm fließt. Also eigentlich wie baut geht das Ganze ja gar nicht. Es gibt so viele Fragen, die man sich da stellen sollte, aber es vielleicht lieber dann doch nicht macht, um seine geistige Gesundheit. Bitte. Über diesen Punkt habe ich noch nie nachgedacht. Ja, stimmt. Du, ne? Ja. Vielleicht muss er auch nochmal alle. Eine Erektion. Also er hat, wenn einen Fleischpenis, kein Blutpenis, oder? Das sind so Detailfragen, über die ich einfach nicht weiter nachdenken möchte. Können wir... Gut. Ja, aber im vierten wird sie schwanger und im fünften gibt es den großen Endkampf auf dieser Eisfläche, ne? Ja, der aber ja nicht mal stattfindet. Genau. Es ist ja alles nur eine Vision von dieser Vampir-Lady, die kann in die Zukunft blicken. Und du siehst eine 15-minütige Schlachtsequenz, die einigermaßen okay ist. Da sterben Leute, es passiert mal was. Und ganz am Ende irgendwie zoomt die Kamera zurück
Und das wird alles passieren, wenn du gegen uns kämpfst. Und dann sagt der böse Obervampir, okay, ja, nee, dann hau ich vielleicht doch lieber ab. Ich habe ja im Prinzip schon verloren. Und geht. Also die große Endschlacht findet nicht mal statt. Das ist alles nur ein Traum. Und der böse Obervampir wird auch noch von Michael Sheen gespielt. Ja. Wie viele Leute da mitspielen? Also ich habe mich auch gerade gefragt, wie das für dich gewesen sein muss, wenn du Robert Pattinson eigentlich als wirklich sehr guten Schauspieler kennst und dann siehst du ihn da. Ja, also ich muss sagen, ich bin, also wir sind ja, glaube ich, mittlerweile alle einer Meinung, dass es echt ein guter Schauspieler ist. So, ne? Also ja. Von daher war das irgendwie schon interessant zu sehen, wie er die Rolle angelegt hat. Und es gibt ja auch diese ganz vielen YouTube-Zusammenschnitte, wie er sich über Twilight äußert. Und der war ja auch kein Fan von der Rolle. Also der meinte auch, ich habe den so gespielt, als wäre ich die ganze Zeit bekifft. So, das war, so habe ich diese Rolle angelegt. Also der fand es genauso beknackt wie wir. Und deswegen, ich konnte ihm nicht böse sein. Weil so, wie der da spielt, also ich meine, unter Bock los könntest du das Bild da von ihm reinpacken. Ja. Oder die Rolle. Ja, ja. Also, aber das war ja offenbar auch die Regieanweisung. Er soll ja so cool und moody und mysteriös sein. Auch wirklich im ersten Teil, wirklich alle 3 Minuten kommt er so von der Seite ins Bild und sagt zu Bella, wir sollten nicht zusammen sein, ich sollte dich in Ruhe lassen. Ich denke, ja, dann lass sie doch einfach mal in Ruhe, Alter. Andauernd kommt er an und baggert sie. Es ist ja, so Twilight. Und es ist so ekelhaft. Das ist ein 150-jähriger ja. Mann oder so. Und beobachtet sie nachts beim Schlafen. Oh, geil, ein 16-Jähriger. Stimmt, dann in Pädophilie eine ja. neue Dimension. Und die machen da auch noch so Witze drüber. Es ist richtig ja. eklig. Also sie sagt auch, oh ja, ich werde 18, jetzt bin ich älter als du. Naja, im Grunde genommen bin ich über 100. Ja, stimmt, voll eklig. Oh, also, nein, das ist eklig. Ey, und später irgendwie ist sie ja total depressiv, weil sie getrennt sind. Gott. Und sie bringt sich andauernd in Gefahr und verletzt sich in der Hoffnung, dass er das spürt und dann ja. zurückkommt. Da dachte ich mir auch, Alter, was ist denn das für eine Message? Ja. So bei Liebeskummer irgendwie, furchtbar. Also fügt dir offenbar sichtlich Schaden zu, damit irgendjemand dann zu dir hinkommt, um dich dann zu retten. Das ist, dieser ganze Film ist so verquer. Also bravo, Stephenie Meyer. Es war absolut absurd, diese Filme zu gucken. Next Twilight. Step after Passion. Es geht schlimmer. Es geht noch schlimmer? Ja. Ich mag was. Ja, okay, aber das ist. Ja, okay, nee, ich habe nichts gesagt. Ich muss mich aber auch outen. Ich habe sogar die Bücher gelesen, als ich 16 war und alle Freundinnen von mir meinten, das ist quasi wie Harry Potter mit Vampiren. Es ist nicht wie Harry Potter mit Vampiren, überhaupt nicht. Und diese furchtbare Szene, von der du gerade geredet hast, die geht so lange in diesem Drecks-Scheißbuch. Das ist wirklich, ich lese und lese und lese und sie sitzt immer noch in ihrem Zimmer und kriegt da Anfälle, als hätte sie posttraumatische Stress. Ja, genau. Ja. Ich mir, Alter, dein Typ ist abgehauen. Du bist 16 Jahre alt. In 2 Tagen findest du 9. What the fuck? Ja, und vor allem, und die kennen sich was, seit ein paar Wochen oder was? Vielleicht irgendwie ein paar Monate, das kann doch keine große epische Love Story gewesen sein. Ist das die Sequenz in Teil 2, wo sie da in ihrem Zimmer sitzt und man sieht, wie die Jahreszeiten ja, vorbeigehen? Ja. So habe ich mich während des gesamten Films gefühlt. Aber die war wenigstens halbwegs. Als würde wirklich plötzlich von Sommer in Winter übergehen. So, ja? Also als wäre ich wirklich die gesamte Zeitspanne zwischen Sommer und Winter da in diesem Kino gesessen und man hätte mir diesen Film anschauen müssen. Man merkt die Lebenszeit, ja, ja, so die Sandro runter. Saut alles ja. aus. Ja. Aber es gibt doch 1000 oder 1 Million andere ja. Filme, die man sich zur Zerstreuung eher reinziehen kann. Aber ich dachte mir, oh, weil auf TikTok sind da auch immer so witzige Videos unterwegs, die nochmal einem klar machen, wie dumm diese Filme sind. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ja. machen wir jetzt heute, machen wir. Und ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen bereut, aber nicht so sehr. Ich habe schon gesagt, als das CGI-Baby kam, war alles, das war es wert. Das war es wirklich wert. Diese Schwangerschaft, also diese Geburt, ne, das habe ich auch mal mitbekommen. Ey, der Regisseur von Teil 3 ist der Regisseur von Hard Candy, ne? David Slade. Ja, David Slade. Ja. Also es ist für mich einfach unbegreiflich gewesen, wie der sich darauf einlassen konnte. Und da, am Ende von ja. Teil 3 gibt's auch schon so eine Kampfszene und die war aber tatsächlich ähnlich wie die ganz am Ende, die war zumindest okay. Also beim dritten Teil, ich finde, da hat man schon gemerkt, dass da jemand auf dem Regiestuhl sitzt, der aber ungefähr weiß, wie man so Filme inszeniert und rüberbringt. Das war ja, in Ordnung. In Ordnung. Bringt halt nichts, wenn du so ein nasses Handtuch wie Taylor Lautner da hast, also ja. der halt die Ausstrahlung von einem nassen Handtuch hat und nichts macht, außer sein T-Shirt aus. Aber Schröck, ja, er ist halt eben auch fucking, auch das ist so geil, wie der halbnackte Taylor Lautner mit der bewusstlosen Bella aus dem Wald kommt und der Vater steht da, hier ist deine Tochter. Alter, ich hätte so viele Fragen, ich hätte eine Menge Fragen als Vater. So, nee, hier ist sie, cool. Ach, okay, ey, wir könnten, lass uns mal eine Danke, Zeit. Schwiegersohn. Cool, danke. Ja, okay. Ja, und jetzt kommt noch das nächste, also wovor es mir graut, auf unserem anderen Kanal. Ja. Beautiful Disaster. Ich habe jetzt schon Sachen gehört, wo ich gedacht habe, nee, das will ich nicht gucken. Du musst wahrscheinlich, ja, ich muss wahrscheinlich gucken. Es wird nicht drum rumkommen. Nee, leider nicht. Naja, Anne, was hast du denn gesehen? Du, ich habe gestern. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwo ein Erfolg oder ein. Wenn man weiß, dass man sich jetzt wirklich mit Scheiße beschäftigt, dann
Geht's. Dann geht's. Das ist ein Sonntag, den ich nie wieder zurückbekomme, aber das ist okay. Okay. Diesen Verlust nimmst du in Kauf. Ja. So, Entschuldigung. Ich habe gestern sehr viel Zelda gespielt und danach habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mir mal was richtig Weirdes an und dann habe ich The Wailing geschaut zum ersten Mal. Oh. Den südkoreanischen Horror-Thriller. Ja, der ist ganz geil. Der ist ziemlich also, gut. Ich habe überhaupt nichts gewusst, was wahrscheinlich die beste Herangehensweise sowieso ist. Und das war schon alles sehr creepy, aber auch sehr gut. Ich fand diese beiden Polizisten sehr gut, die halt so Dorfpolizisten sind, die sehr trottelig sind, weil da ganz viele Mordfälle passieren und ganz viel Seltsames vor sich geht. Leute werden krank. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil ich glaube, ich so in so einer Art einen Horrorfilm noch nie gesehen habe. Also das hat ja schon auch, ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber es hat ja schon auch mit übernatürlichen Dingen zu tun, so ein bisschen. Der Film hat mit allem Horror-Tropes und Genres zu tun. Also ja, aber drin. Es fühlt sich halt nicht so an. Also es fühlt sich nicht so abgenutzt an. Weil da kommen ja auch Zombies zum Beispiel vor, wo du dir denkst, so was, hä? Eigentlich passt das jetzt überhaupt gar nicht rein, aber es passt halt irgendwie doch. Und es kommt einem nicht so vor, als wäre es irgendwie ein klassischer Horror-Trope, weil das alles so geil verpackt ist irgendwie. Ja, ja, gleichzeitig ist es irgendwie echt ein hartes Crime-Drama, also wirklich ernsthaft düster hart. Es ist ein Mystery, ne, weil man sich zusammen mit den beiden Polizisten fragt, Alter, was geht eigentlich ab? Mhm. Und du hast eben auch noch das Horror-Element und alles so. Ja, und dann also aber ich im Horror-Element, ne? Exorzismus, genau, Zombie, Grusel, also ganz normale Spukgeschichte irgendwie, plus noch Thema Fremdenhass ist ja auch mit drin. Ja, ja. Also. Ja. Und das alles in diesem exotischen Asia-Flair. Und also mir hat gefallen, dass er sich selber so ernst nimmt. Also mal so ein Horrorfilm, irgendwie keine schlechten Jumpscares, so keine Gags die ganze Zeit. Niemand kommt in die Kamera, macht so wink, wink. Alles nicht so ernst gemeint. Das ist wirklich schon, also doch, The Wailing ist echt richtig gut. Ja. Hast du gut ausgewählt, Anne. Ja, ist er. Was für ein Kontrastprogramm. Erst Zelda und dann. Ja, so. Ich dachte, oh, ja, jetzt muss ich mal richtig reinhauen. Ja. Nee, der war auf meiner Liste schon sehr lange. Und dann habe ich den, ich habe diesen, auf Amazon Prime habe ich diesen Mubi-Kanal. Ah, geil. Abonniert, weil wir letztens ja noch davon gesprochen haben, über Oslo, 31. August, ja, genau. Glaube ich. Genau, deswegen habe ich diesen Mubi-Kanal abonniert, habe den erst geguckt, fand den okay, also war jetzt nicht so. Ich dachte, da passiert was richtig Krasses, aber. Ich hatte auch mal in Erinnerung, dass es richtig krass ist, aber ich muss schon sagen, diese Plansequenz am Ende, die ist schon geil gemacht. Die ist geil, ja, auf jeden Fall. Und das Thema ist auch, ich finde, sehr gut aufgegriffen, aber ich dachte, da. Passiert irgendwie sonst was. Ja, ich auch. Es plätscherte eher so vor sich hin. Egal. Deswegen hatte ich den Mubi noch und dann habe ich gesehen, dass The Wailing da drin ist und dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt guckst du den. Und es sind auch richtig coole Leute dabei, ne? Also allein hier Hwang Jung-min zum Beispiel, dieser Schamane. Ja. Der ist cool. Oder auch Jun Kunimura, der Japaner, den sie da die ganze Zeit für alles Mögliche verantwortlich machen. Auch ein verdienter Veteran des Genres. Und von dem Regisseur. Also wenn dir der gefallen hat, dann würde ich sagen, musst du die beiden anderen Filme von ihm, die er davor gemacht hat, auf jeden Fall auch nochmal reinziehen. Das ist zum einen Yellow Sea und zum anderen The Chaser. Ich weiß, glaube ich, The Chaser dürfte auf Amazon Prime auch enthalten sein, den habe ich da immer gesehen. Aber Yellow Sea war auch echt. Ja, ich bin da noch relativ, ich würde sagen, ich bin noch relativ neu im südkoreanischen Kino unterwegs. Also ich habe jetzt schon einige gesehen, einige Filme, aber da gibt es ja Mengen und Mengen. Ey, vor allem bei The Wailing habe ich mal so eine Analyse gelesen, die dann noch die Bibel mit einbezogen hat und wer da irgendwie Gott und der Teufel sein soll und was weiß ich. Das war ewig lang, aber danach war ich so viel schlauer. Ja. Also wirklich, der hat das so dezidiert und wirklich akribisch analysiert und auseinandergenommen und versucht und hat auch gesagt, ey, es kann wirklich durchaus sein, dass das gar nicht so gemeint ist und dass es nur meine Interpretation ist und jeder das irgendwie anders sieht. Aber so, was er da halt aufgedröselt hat, war beeindruckend. Mhm. War wirklich beeindruckend. Lädt aber auch dazu ein. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich alles möglich. Da geht es irgendwie 2,5 Stunden oder was. Da kannst du ja wirklich in jede Figur, in jede Szene, kannst du ja irgendwas reinlesen, wenn du möchtest. Weil du noch nicht gesehen hast? Ja, empfehlen Sie. Hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Kennst du noch nicht? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu sehr Schiss davon. Nein, nein, nein. Das ist da gibt es keine Jumpscares oder so, finde ich. Das ist einfach nur. Da gibt's sehr explizite und sehr eklige Szenen. Ah, mit sowas komme ich gut. Ja, siehst du, dann bist du da gut aufgehoben. Ja, wollen wir nochmal die Terrifier 2-Aufnahme einspielen? Entschuldigung, ja, das waren auch Jumpscares. Und ich habe gesagt, ich habe Angst vor Clowns. Oh, dann muss ich aber noch. Ja. Ich muss noch kurz auflösen, warum ich Bea den Schlaf raube.
Stimmt. Jetzt schon? Okay, ich dachte. Sollen wir das jetzt schon mal oder sollen wir das später? Später, oder? Da reden wir ja quasi. Naja, es geht ja auch darum, was wir als letztes gesehen haben. Also, du raubst mir natürlich immer den Schlaf. Oh. Das klingt irgendwie negativ. Nee, so. Eigentlich nicht. Ach so, eigentlich ist es was Positives. Genau. Nein, wir erzählen es später so. So, okay, erzählen wir später. Was für ein Teaser, krass. Ja. Wolf. Boah, ich habe so viel gesehen, einfach so ein paar Sachen. Also zum einen waren wir gestern in der Pressevorführung von Boogeyman. Wir dürfen es auch schon sagen, ne? Ja klar, dürfen wir mittlerweile sagen. Von The Boogeyman. Dürfen wir was? Heute ab 18 Uhr. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Wann kommen wir raus? Nee, also man darf sagen, dass man den geguckt hat. Da stand extra drauf, so Social Reaction oder wie das heutzutage heißt. Ich habe nicht nur Twilight geguckt. Okay, aber jetzt, wenn nach, also bis 18 Uhr. Ja. Okay, dann kommt diese Folge jetzt nach 18 Uhr raus und dann darfst du es jetzt sagen. Ja, The Boogeyman. Also ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie die eine 15 Seiten lange Geschichte aus den 70ern, als Stephen King jetzt vielleicht irgendwie noch nicht so ausgefeilt war, was so Storyaufbau angeht, also wie die das auf so einen 1,5-Stunden-Film aufblasen. Also die Story ist halt wirklich super simpel. Das ist eine ganz einfache, die kann man mal eben kurz weglesen auf dem Klo oder so und dann ist jetzt nicht so sein größtes Werk. Und daraus einen 1,5-Stunden-Film zu machen, da dachte ich schon, alter Schwede. Und also die erste Hälfte hat mir wirklich gut gefallen, die war atmosphärisch, die hat sich Zeit genommen, war auch solide gespielt, was auch nicht ganz unwichtig ist, wenn du eine wichtige Kinderrolle hast und so ein heranwachsendes Teenie-Mädchen. Fand ich alles gut, aber dann erwartbarerweise wird das ein einziges Jumpscare-Fest mit einer lauten Szene nach der anderen, es passiert wahnsinnig viel und du sollst dich wahnsinnig doll erschrecken. Und ich habe mich total ermüdet gefühlt, also am Ende das rauschte alles nur so über mich drüber. Und ich habe mich gefragt, wie, boah, wozu der ganze Aufwand? Also im Vorfeld so hochgehypt hier, ne, der neue Horrorfilm nach einer Geschichte von Stephen King. Fand ich also ganz schön enttäuschend. Zumal ich den Film, den Rob Savage davor gemacht hat, Host, den fand ich ziemlich cool. Habt ihr den gesehen? Diesen Corona-Film, wo so 5 Mädels so eine Seance, also alle sind quasi im Lockdown, jeder ist zu Hause und per Laptop machen die miteinander so eine Seance und wohl so einen Geist beschwören. Ich habe mich gefragt. Und dann passieren tatsächlich sehr unheimliche Sachen. Also ich fand den wirklich ziemlich gut. Mhm. Das die eine Tochter guckt ja am Anfang irgendwann mal so auch so ein YouTube-Video. Ey, ist da dachte die? Ich auch, ob das aus dem Film ist, ja, ne? Dieser kleine Ausschnitt. Kann sein. Weil ja, das habe ich mit dieser langhaarigen, genau, Schamanin da. Ja, ja, weil die haben ja, also die kommen alle zusammen und dann kommt, glaube ich, eben so eine Online-Schamanin und wo alle noch am Anfang irgendwie so ein bisschen lächeln und irgendwie das alles so ein bisschen eher albern finden und es nicht ganz ernst nehmen, kommt es dann halt irgendwann doch ganz anders. Und ich hatte irgendwie den kurzen Augenblick so, dass ich dachte, ah, das ist vielleicht die aus The Host. Das kann echt sehr gut sein, ja. Also wäre zumindest ein kleines Easter Egg, ja. Also unterm Strich. Aber hast du Easter Eggs großartig von King wahrgenommen? Ich meine, sie wohnen in Haus Nummer 19, das habe ich gesehen. Ja, also aber es gibt, das wäre jetzt ein bisschen Spoiler, aber es gibt eine Szene, über die haben wir uns auch unterhalten, weil keiner so richtig ganz genau wusste, wohin das führte, so in der Story, dieses, weiß schon. Und da meinte ich, ob das vielleicht eine kleine Reminiszenz an eine andere Kurzgeschichte von Stephen King ist, der Bibliothekspolizist. Da geht's irgendwie um so einen übernatürlichen Polizisten, der verfolgt irgendwann einen kleinen Jungen, weil der ein Buch nicht rechtzeitig zurückgegeben hat aus der Bibliothek. Und dann kommt es wirklich zu so einer ekelhaften Szene, dass dieser Polizist irgendwie hält so den Jungen fest und dann kommt irgendwie aus dem Mund so ein Schlauch und der saugt dem Jungen dann so die Tränen aus dem Augenwinkel. Also wirklich richtig eklig. Und da habe ich mich gefragt, ob das, was da im Boogeyman passiert, ob das so ein bisschen Anleihen da sein sollen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hätte sich auf jeden Fall was Exotisches ausgesucht für King-Referenzen. Auf jeden Fall, ja. Aber das ist ja nicht unsympathisch. Nö. Aber so unterm Strich, also wirklich, ist kein Film, der mich irgendwie sauer gemacht hat. So, aber ich kam da raus und dachte, boah, gucken, okayisch finden und wieder vergessen, leider. Ja. Mainstream-Grusel. Mainstream-Grusel, ja. Und dann habe ich noch gestern auf deine Empfehlung hin einen Film gesehen, über den wir später, glaube ich, auch noch sprechen, der jetzt bald auf Netflix startet. Genau. Da reden wir nachher drüber. Ja. Hammerharte Jungs. Und? Gut. Da habe ich leider keine Zeit mehr. Und ich habe neulich noch Melancholie der Engel gesehen. Echt? Mhm. Alter. Ich wollte mir den mal angucken. Und? Ja. Ja, ne? Dröge. Ich fand den ja nicht ganz schlecht. Der hat was. Also. Ja, also so wirklich so richtig dreckiges, derbes, so Gefolter und Gemetzel und also wirklich nahezu menschenverachtender Umgang mit so seinen Opfern in so einer grobkörnigen Underground-Optik auf 2,5 Stunden in seltsamen, verwackelten Bildern. Aber das dann irgendwie mit so einem kunstvollen Überbau, also dass die ganze Zeit irgendwie, weiß ich, Rilke zitiert wird und so jemand so einen inneren Monolog sich selbst ein Gedicht aufsagt, während er über eine Wiese geht. Ich dachte, Alter, was ist das für ein Film? Aber er hatte was. Ich fand den nicht ganz schlecht. Ja, er hat vor allem halt 2,5 Stunden, ne? Also wäre das Ganze 90 Minuten gegangen, so hätte ich gedacht, okay,
ne, fein, aber irgendwo sitzt dann halt auch denkt da und denkt sich, warum guckst du dir das noch weiter an? Also ja. Es führt für meiner Ansicht nach zu nichts. Ich kann es ästhetisch, sag ich mal, kann ich dem Ganzen einen gewissen Respekt zollen und das auch irgendwo einordnen, aber ich finde, es führt halt zu nichts. Es, ja, das stimmt, es führt zu nichts, aber ich bin tendenziell immer großer Freund von Leuten, die ihre eigene Vision umsetzen. Also das ist mir immer lieber, also wenn jemand was versucht und dabei krachend scheitert, dann ist mir das immer lieber als so ein, ja, als so ein Boogeyman. So 0815, super safe, Mainstream, du weißt genau, wie sich der Film anfühlt nach 3 Minuten und guckst ihn weg und gehst raus und vergisst ihn. Also damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Und da gucke ich echt lieber so ein gewagtes Kunstexperiment, wo du denkst, Alter, what the fuck sehe ich da gerade? Aber genau deswegen bleibe ich ja dran. Ja, das muss ich halt auch sagen. Also ich weiß heute noch einzelne Szenen aus Violent Shit. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und wüsste jetzt halt einzelne Szenen aus Boogeyman jetzt nicht mehr unbedingt. Den genau. Habe ich gestern gesehen. Ja. Violent Shit habe ich vielleicht vor... Ja. Ich finde, die Kleine hat schon rausgestochen. Welche jetzt? Die... In Boogeyman. Die jüngste Tochter. Ja. Ich fand die auch nicht ganz schlecht. Aber die war okay, ja, also die hat gut gespielt und so weiter, aber das wäre jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, oh, da denke ich jetzt noch ein bisschen drauf rum. Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, gut. Achso, und als letztes noch, ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal von Pixar hier Rot gesehen. Turning Red. Mit der Tochter? Mit der Tochter, ja. Und was sagt die? Was die Tochter sagt? Ja. Die sagt, oh Mann, ich bin ein riesiger roter Panda geworden, scheiße. Das sagt die Tochter. Oh, fand sie gut. Ach so, nein, du meinst meine Tochter. Du hast ach so, nein, ich dachte, du meinst die Tochter im Film. Nein. Ich habe den nicht mit meiner Tochter gesehen. Aber du hast den selbst gesehen? Mir wurde der quasi gezeigt. Komm, lass mal Red gucken. Und ich gesagt, ja, okay, lass uns mal Red gucken. Und wie fandest du den? Ich fand den gut. Ich mochte, dass der visuell versucht hat, so ein paar eigene Spitzen zu setzen, durch diese offensichtliche Nähe zu so Anime-Vorlagen. Also diese, weiß ich, übergroßen Augen, die manchmal Leute kriegen. Also, ne? Ja, fand ich. Kaiju-Elemente am Ende so und all Sachen, ne? Also war ja sehr viel asiatisches, sehr großer asiatischer Einfluss drin. Ja, und das fand ich also speziell, da dachte ich, da hat doch irgendjemand bei Pixar wirklich überdeutlich auf den chinesischen Markt geschielt. Also da frage ich mich, wollten die wirklich diese Story erzählen unbedingt? War das ein tiefer Herzenswunsch oder hat irgendjemand gesagt, ey Leute, wie wäre es, wenn wir was machen, was so ein bisschen auch unseren Freunden da drüben besonders gut gefällt? So, und das fand ich schon, also nicht schlecht, aber ich fand es schon auffällig, weil so die letzten 20 Minuten sind wirklich extrem diese speziell chinesische Ästhetik anspricht, irgendwie auch so ein Mindset, Familie und irgendwie Loyalität und weißt du, der ganze Kram. Also fand ich schon, also es ist mir einfach aufgefallen, dass er so einen anderen Tonfall hatte als vielleicht andere Pixar-Filme, weil man mittlerweile so ein bisschen den globalen Markt mehr im Blick hat. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl bei dem Film, dass da jemand eher ist, der sich so seine Leute in der fremden Heimat irgendwie ansprechen möchte. Also dass es gerade für Auswanderer, Immigranten und so weiter oder halt auch, weiß ich nicht, Asiaten, die in Amerika schon bereits aufgewachsen sind, dass es eher für die gedacht ist, weil das ja sehr oft auch damit spielt, dass da halt diese traditionelle Kultur eben auf den neuen Lifestyle irgendwie so trifft. Und für mich klang das eher oder für mich wirkte das eher so, als wäre das genau für die Leute gedacht. Und da habe ich mir nur gedacht, das ist aber schon eine spezielle Zielgruppe, die du jetzt hier rausgesucht hast. Ne? Also ob die wirklich den Erfolg diesem Film bringt oder das Geld irgendwie bringt, wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb. Also ich fand den Film immer ein bisschen spezieller. Ich damals schon bei Encanto gesagt und habe einen Shitstorm dafür gekriegt. So, weil ich meinte, ja, das ist halt für die ganzen Hispanics in den USA gedacht. Ja. Und halt für Lateinamerika. Die Leute kriegen jetzt auch ihren eigenen Pixar-Film. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Das ist ja voll okay. Aber muss ich den gut finden deswegen? Nö. So, das ist halt das Ding. Also ich konnte zum Beispiel mit Encanto nicht so viel anfangen. Meinte halt, es ist halt nicht für mich gemacht. Aber die Songs waren geil. Ich finde, das waren sehr gut, das stimmt. Also ich, klar, man merkt schon, dass sie jetzt so ein bisschen versuchen, andere Kulturen zu erforschen. Ist auch okay. Aber ich finde, da sind schon immer sehr grundlegende Geschichten, die da erzählt werden. Also die auch abseits von, okay, man ist jetzt nicht in einem asiatisch-amerikanischen Haushalt aufgewachsen oder bei Encanto ist jetzt nicht Latino oder Latina. Weil bei Encanto ist ja vor allem dieses, okay, in der Familie, jeder hat seine Rolle und muss die irgendwie erfüllen und man möchte da aber ausbrechen, traut sich aber nicht so ganz. Und bei Red fand ich, da war total dieses Teenie-Mädchen-Ding. Also ich habe mich da wirklich so ein bisschen an mich als 13, 14-Jährige, also ich habe jetzt nicht sowas gemalt, aber obwohl ich fand das auch richtig stark, dass sie das mit reingebracht haben, dass sie da ihre eigene Fanfiction malt, worüber sich ja total viele amerikanische Mütter aufgeregt haben, weil das ist ja perverse Scheiße.
Und, genau, erotisch ja, aufgeladene genau. Fanfiction. Aber ja. Es ist ja einfach nur eine 13, 14 ist die, die ja. für ihre Lieblingsband schwärmt. Alter. Das hat doch jeder irgendwie mal. Diesen naja. Eltern sollst du direkt einfach nur Wattpad als Link schicken. Ja, total. Ja, und dann sagen, halt die Schnauze. Die rennen wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich ganz vorne bei 50 Shades of Grey gewesen. Aber dann ja. sagen, nein, das geht nicht. Oh, er zieht ja gar nicht den Tampon. Ja. Das sind so die Twilight Moms. Ja, genau. Nee, und ich finde, also ich finde das echt eine schöne Geschichte. Ich fand es schön, so ein bisschen was über die Kultur noch zu erfahren und eben habe mich da selbst gesehen in diesem, so ein kleines Fangirl war ich früher auch auf jeden Fall. Also das würde ich auch gar nicht abstreiten. So Boybands ja. gehört hat und so, ja, das ist ja auch oder, ein wichtiges Thema. Also ich oute mich jetzt, ich war ja schon als Kind total verliebt in Son Goku. In Son Goku? Ja, okay. Und da habe ich vielleicht auch meine Herzchen gemalt über seinen. Das habe ich jetzt in 3 Tagen das zweite Mal schon gehört. Was ging damals ab bei euch? Was ist los? Ja, echt, was los? Nein, also auf jeden Fall, wirklich, ich fand den echt gut und ehrlich wie du, ich finde es auch gut, dass solche Stories mal erzählt werden. Also auch relativ irgendwie, also ohne so eine Peinlichkeit. Mhm. Ja, das ist ja eher ein großes Thema, dass so Sachen, die mit einem passieren, so wenn man in die Pubertät eintritt, da geschehen Dinge mit deinem Körper, irgendwie du kriegst Gedanken, die du vorher nicht hattest und willst die auch irgendwie visualisieren und sie malt da so Sachen und die Mutter ist voll schon geht, Mann. Aber ich finde das voll schön, dass mittlerweile solche Storys mal erzählt werden und auch in so einem Rahmen von so einem Pixar-Film, der ja hoffentlich sonderlich viele Leute da erreichen soll. Also von daher, ich stimme dir dazu, aber ich fand es also gerade so im letzten Drittel, ich fand es einfach auffällig, dass da vielleicht so ein bisschen mehr auf eine ganz spezielle Ästhetik und vielleicht also einen ganz speziellen Mindset von einer ganz speziellen Zielgruppe, dass da noch ein bisschen mehr Wert drauf gelegt wird, als ich das am Anfang so gedacht hätte. Aber unterm Strich war das echt ein guter Film, hat mir gefallen. Ja, aber Disney verfolgt diese Strategie nicht mehr, sondern geht jetzt lieber wieder einen anderen Weg, aber da werden wir gleich drüber reden. Ja. Aber das ist lustig, also ich dachte, du hättest ihn mit deiner Tochter geguckt. Ich habe mit meinem Sohn Into the Spider-Verse oder A New Universe den ersten Teil als Vorbereitung für den zweiten geguckt. Geil. Und das war wieder ein Erlebnis. Also das fand ich, das war wirklich sehr aufschlussreich so, ja, weil er erst dachte, wir gucken den Realfilm oder einen der Realfilme und war halt ein bisschen irritiert so. Und dann natürlich auch der Stil. Mhm. So von wegen, was ist das? Wirklich, der war die ersten 15, 20 Minuten war der echt skeptisch so, also beziehungsweise so richtig so, was gucken wir da jetzt? Was ist das? Aber dann schon gleich, guck mal hier, der hat diese Comicpunkte, guck mal die Sprechblasen, guck mal die Konturen so, ja, also hat wirklich alles direkt registriert, aber war da ein bisschen angefressen von der Story, weil plötzlich steht ein zweiter Peter Parker da, obwohl man irgendwie gerade mitbekommen hat, dass ein Peter Parker gestorben ist. Kein Spoiler, das ist der Anfang der Geschichte. Und da hat er sich aufgeregt. Hat er gemeint, warum ist der jetzt da? Was soll das? Warum erklärt mir hier keiner was? Oder? Oh nein. Und dann sagte ich so, jetzt warte doch mal ab. Und in dem Moment aber schon, dann ist ja diese Szene, wo er auf dem Friedhof ist, also Miles auf diesem Friedhof ist, dann trifft er den anderen Peter und dann knallt er ja zusammen mit dem in so einen Schneemann rein und der hat dann diesen Schneemannkopf auf, mit dem er dann so an dieser S-Bahn-Scheibe so lang spielt. Mein Sohn hat gequiekt vor Lachen. Wirklich, der hat wirklich so laut und schrill aufgelacht und ab dann war es auch alles egal. Ja, und dann hat er das wirklich begeistert aufgesogen. Und je mehr er mitbekommen hat, umso cooler fand er halt Miles, was ich halt ziemlich cool fand. Mhm. Und es gab dann so ein paar Momente im Film, wo ich dachte, okay, Real Talk. Ja, weil es gibt irgendeine Sequenz, Miles ist niedergeschlagen, läuft zu einer Musik irgendwie durch die Stadt, Montage. Und mein Sohn, oh, ich mag diese Szenen nicht. Jetzt ist er wieder down. Du läufst die ganze Zeit durch die Gegend, siehst nur irgendwelche Bilder, geht nichts weiter. Ich will aber, dass es weitergeht. Ja? Also wirklich war voll, also von Montagen war der plötzlich, also von diesen Breakdown-Montagen oder Selbstzweifel-Montagen war er halt, hat er gesagt, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Mhm. Und dann sitze ich natürlich da, habe ich ihm zu viel davon gezeigt? Ja? Oder ist es meine Schuld? Ja? Oder sieht er das jeden Tag bei dir, wie du so, oh, und laufst zur Musik traurig durch die Gegend. Du machst so extra deinen Deprimix an. So, oh, Papa, jetzt sitzt er schon wieder, oh, Scheiße. Und dann gab es noch so eine. Ja, dann kommt natürlich die Geschichte mit dem Prowler, ne, wer das so ist. Und dann kommt von meinem Sohn nur, es ist immer irgendwie einer aus der Familie. Wie bei Star Wars. Ja. Und dann sagt er, ich möchte mal gern wieder einfach nur Gut und Böse haben. So, also ohne irgendwie so eine Fallhöhe oder irgendeine Verwicklung, die es alles noch schwieriger macht. So. Und dann so dachte ich, okay, hat aber auch recht. Er hat ziemlich viel in der Richtung schon gesehen. Und immer irgendwie ist so der familiäre Konflikt, der mit den Kindern irgendwie noch mehr reingezogen werden wollen, aber
ich glaube auch, dass Kinder, natürlich wollen die nicht überfordert werden, aber ich denke halt, sag ich mal, ab einem gewissen Alter, wo die Welt jeden Tag ein Stück größer wird und du immer mehr verstehen musst und immer mehr kennenlernst, dass man auch gerade, wenn man sich so einen Film anguckt, mal einfach wieder so ein bisschen eine klarere Einteilung wünscht. So, also ich konnte es ihm halt, ich konnte es ihm weder verübeln, noch konnte ich es nicht nachvollziehen, so, sondern ich habe es eigentlich echt verstanden, was er da meint. Hm. Also ich merke das ja auch bei mir. Ich kann mich erinnern, als wir über Avatar 2 gesprochen haben, Way of the Water, so, also ist jetzt vielleicht nicht so der allerbeste Film, aber das war im Speziellen ja was, was mir im ersten Teil schon gefallen hat und eben auch im Sequel, dass es mal wieder eine relativ einfache Geschichte war. Also hier gut, da böse, so, also es kann ja auch mal nett sein, 2,5 Stunden so Eskapismus. Ja. Wie früher, nicht, dass irgendwie alles immer dekonstruiert wird und irgendwas. Einfach nur wirklich eine ganz klare Heldenreise. Hier ist gut, da ist böse und vielleicht noch ein paar Verwicklungen in der Mitte. Aber erstmal einfach so, wie wir es damals kennengelernt haben, so A, B und am Ende C, hoffentlich Happy End. Das kann ja mal ganz erfrischend sein mittlerweile. Also mittlerweile, ja. Mittlerweile, ja. Oder auch hin und wieder einfach mal zwischendurch so. Also ich meine, das eine ist doch fein, das andere soll doch aber auch fein sein. Also absolut. Es soll doch irgendwie, weiß ich nicht, eine Vielfalt existieren. Aber dann gab es einen Moment, und ich weiß gar nicht mehr genau, zu welchem Abschnitt das war. Ich glaube, das war, wo sie auf in dieses Labor gehen und diesen Rechner damit klauen. Da gab es so einen Moment, wo mein Sohn mich vorher irgendwas gefragt hat, so von wegen, ja, wann kann er denn das und das oder wann macht er denn das und das? Und dann aber macht Miles irgendwas, also irgendeine coole Aktion bringt er. Und im gleichen Moment. Sich unsichtbar? Nee, nicht unsichtbar. Ich glaube, es ging ums Schwingen. Also es ging irgendwie um das, also ich meine, es war irgendwas mit Netz und durch die Gegend schwingen. Und wirklich, im exakten Moment sagt Miles im Fernseher und mein Sohn parallel neben mir auf der Couch, wow. Ja, also wirklich so, sie waren wirklich im gleichen Moment davon beeindruckt, was gerade passiert. Oh, no. Und da habe ich gedacht, okay, hier ist gerade der absolute, wirklich der absolute Volltreffpunkt so, ja. Also die komplette Fusion von Zuschauer und Film so, ja. Also das hatte ich auch bis dato nicht erlebt so. Und das war, wo ich gedacht habe, okay, und jetzt keine Fragen mehr. Also alles andere ist egal, kann er meckern über Montagen oder was weiß ich. Und wirklich auch danach, ne. Also der ist jetzt richtig heiß auf den zweiten Teil. Die ganze Zeit schwärmt er von Miles. Miles ist jetzt der coolste Spider-Man, den er jetzt kennt. So. Geil. Also hat eingeschlagen, hat gewirkt. Oh, richtig schön. Ja. Und ich bin gespannt, weil ich ihm, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mit ihm in den zweiten dann gehen. Ich hoffe, das dürfte keine Probleme haben. Schade, dass er noch ein bisschen jung ist für das PlayStation-Spiel. Miles Morales. Ja, da hätte ja er richtig Bock, glaube ich. Das glaube ich auch, aber das hat noch ein bisschen. Wächst ja auch noch rein. Genau. Ja. Gut, so. Wow. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann reden wir über ein paar News. Netflix räumt auf. Das kostenlose Teilen von Accounts hat bald ein Ende. Disney räumt aus. Der Streaming-Anbieter entfernt diverse Filme und Serien. Disney hält zurück. Eine Alien vs. Predator-Serie versauert im Archiv. Interaktives Kino. The Gallery will Spielen und Schauen kombinieren. Im Kino. Ja, The Gallery, habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Das habe ich, ich habe davon auch bislang nichts gehört. Ich habe gestern halt eine Pressemitteilung dazu bekommen. Allerdings auch aus dem Ausland, also es war eine englischsprachige, ich weiß nicht, warum ich die mehr kriege, also keine Ahnung, ich muss mir irgendwo angemeldet haben. Und wir schreiben sie hier. Ja. Ihr kennt, ihr seht das, ne? Das ist das Prinzip total bei geil. Bandersnatch, ne? Finde ich super geil. Ja. Und das soll jetzt aber, oder kommt jetzt aber halt in England ins Kino. Finde ich total geil. Aber wie funktioniert das? Da müssen dann alle entscheiden? Ja, wahrscheinlich Mehrheitsentscheidung, oder? Mehrheitsentscheidung. Also es gab wohl erste Testläufe, ich weiß nicht, ob wir das noch zeigen können, da haben sie mit Laserpointern auf das gezeigt, was man jetzt quasi weiterhin, also was weiter gemacht werden soll. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es jetzt im finalen, in der finalen Screenings machen, so. Aber ich finde das, also klar, zu Hause, auf der Couch, ne? Netflix hat es, wie gesagt, ja schon vorgemacht oder macht es ja schon seit Jahren mit diesem interaktiven Programm. Und bei Black Mirror hatten wir es mit Bandersnatch ja dann auch wirklich, sag ich mal, so einmal richtig vorgeführt bekommen, was es heißen kann, wenn man mal so die Entscheidung hat, eine Geschichte mitzubestimmen. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass sie den Film halt ins Kino bringen. Und dass du halt in einem Saal sitzt mit Leuten, die dir am Ende vielleicht sogar ein Ende vorenthalten, was du eigentlich viel lieber gesehen hättest. Ja. Ist clever, weil dann sagst du doch noch eher, okay, dann probier ich es nächstes Mal wieder, damit ich mein Ende bekomme.
auf das Risiko hin, dass du es beim zweiten Mal auch nicht bekommst. Nee. Du musst ein drittes Mal reingehen, bis ehrlich dieses scheiß andere Ende ist. Niemals. Ich werde, glaube ich, zu neugierig. Also es sei denn, es ist wirklich scheiße. Aber wenn es eine interessante Story ist, dann wäre ich, glaube ich, zu neugierig. Dann würde ich schon erfahren wollen, okay. Was gehst du noch mal rein? Ja. Nee? Nee. Nee, das regt mich dann zu sehr auf. Wirklich, ich wäre dann angepisst. Ich würde dann sagen, okay, Experiment gescheitert. Tschüss. Stell mir gerade vor, wie du dann sitzt. Leute, ich wollte das. Ich wollte jetzt mal bitte alle das. Zurückspulen. Stimmt, das ist eine ganz neue Art, wie die ganzen Idioten im Kino um dich rum dir den Filmgenuss noch mehr kaputt machen. Ja, ne? Nicht nur, dass sie laut sind und labern, sondern dass sie auch noch die schlechtere Story-Abzweigung nehmen. Aber ich finde die Idee total geil. Mir hat damals schon Bandersnatch gefallen. Das war mal wieder so ein Gefühl, da dachte ich, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie echt neu an. Also ich weiß noch, ich saß da so mit meiner Family und dachte, okay, geil. Ey, und das im Kino, also das ist für mich so, das bringt Kino den Event-Charakter so zurück. Also ich kann mir richtig vorstellen, wenn man sich in einer größeren Gruppe da verabredet und wie, weiß ich, man trinkt vielleicht vorher ein bisschen was und man weiß, wie alle gehen jetzt so einen interaktiven Film. Ey, ich stelle mir das total geil vor. Ich würde auf jeden Fall mindestens eine Vorstellung besuchen. Eine, ne? Ja. Ich frage mich dann aber halt, wie viele Versionen sie von, weil wenn es dir schon anheißt, du kannst zwei Zeitlinien wählen. Ja, und ich denke mal, in dieser Zeitlinie hast du dann auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, ja, das zu wählen. Ich frage mich, wie viel sie gedreht haben. Also, und ob wirklich jede Szene, die du rausnimmst, zusammengesetzt mit den anderen Szenen einen stimmigen Ablauf erzeugen könnte. Du verstehst, was ich meine. Ja, aber es geht ja eigentlich gar nicht anders. Also im Prinzip ist das ja die Filmversion von irgendwie einer interaktiven Spieleart, die wir schon dann seit 100 Jahren kennen. Ja, so Heavy Rain und die Dark Picture Spiele und so. Genau. Das sind ja auch selbst ablaufende Filme, wo du ab und zu mal quasi Entscheidungen triffst. Und das kann natürlich bedeuten, dass du ganz viel Inhalt nicht siehst, aber der muss ja trotzdem sinnig dann eine alternative Story ergeben. Also da kann ich mir vorstellen, dass wenn das ins Kino kommt, dass sie auf jeden Fall dann schon irgendwie an der Blu-ray basteln, wo du dir dann die anderen Versionen angucken kannst und sowas. Also ja, aber klar, ich sehe den Punkt. Das Risiko ist natürlich, dass du wahnsinnig viel drehst, was dann für die Tonne ist. Also vielleicht wird das ja auch kein Erfolg. So, und dann hast du also nicht nur die Version, die von den Leuten geguckt wird, sondern auch noch drei andere Storystränge, die aber noch weniger Leute sehen, weil der im Kino vielleicht total gefloppt ist. Das ist natürlich ein Risiko. Die Bandersnatch-Leute sollen übrigens mit involviert sein. Cool. Also sowas haben wir gelesen, dass die wohl entweder als Berater oder sogar tatsächlich aktiv an dem Projekt mit beteiligt sind. Ich hoffe, sowas kommt nach Deutschland. Wie gesagt, bislang ist es nur für England irgendwie angedacht, was ich nach der Mail entnehmen konnte. Aber in Deutschland hätte ich auch, also ich würde mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Einmal auf jeden Fall, klar. Und wenn das aber auch eine geile Geschichte ist, ja, dann würde ich jetzt schon beim, also auch wirklich ein zweites Mal riskieren, um zu gucken, ob da was anderes bei rauskommt. Ja. Ja, weil das ist ja eigentlich eine Spannung. Du siehst den gleichen Film, aber du weißt nicht, ob es der gleiche Film ist. Ah. Ja. Nee, richtig coole Idee. Gut. Da sind wir alle auf einer Linie. Das ging schnell. Ja, allerdings, weiß ich nicht, was sagt ihr denn dazu, dass Netflix jetzt hier die, zweiten Accounts finanziert haben möchte? Also du sollst jetzt quasi ein Hauptkonto haben und ein Unterkonto kriegen, also ein Unterkonto erstellen können. Das ist dann aber je nach Ding, also das kriegt ein eigenes Passwort. Das ist meistens dieses Basisversion von Netflix. Wenn du irgendwie eine höhere haben willst, musst du halt drauflegen. Und naja, letztendlich heißt es, ich habe eine Newsmitteilung gefunden, dass das jetzt insgesamt, wenn du so ein Paket haben möchtest, wo maximal zwei Personen noch mitschauen dürfen, musst du jetzt 27,97 Euro zahlen. Wow. Ja, ich kann mir vorstellen, warum sie das machen. Weil sie wissen, dass ihnen rund 100 Millionen waren das, glaube ich, durch die Lappen gehen, jedes Jahr. Weil 100 Millionen Leute das quasi umsonst gucken. So. Anscheinend hat es auch schon gut funktioniert, sagen sie selber zumindest. In Kanada ist es wohl erstmal so, dass die Abos runtergegangen sind, aber dann später halt wieder hoch, weil die Leute halt dann doch wieder Netflix gucken wollten und dann sich selber Accounts gemacht haben. Ey, wenn das funktioniert für Netflix, fein. Seitdem ich einen redaktionellen Account habe, habe ich ja quasi privat kein Problem damit, ne, weil das ist ja ein redaktioneller Account, da kann ich ja alles gucken und so weiter, zahle nichts dafür. Vorher war es so, dass ich sowieso nur monatsweise Netflix hatte, wenn wieder Stranger Things kommt oder wenn die nächste Staffel Dark kommt oder so. Und also ich persönlich hab das dann immer nur so geregelt und hatte dann keinen Zweit-, Dritt- oder was weiß ich. Aber ich muss auch sagen, bei Disney Plus bin ich auch so ein Nutznießer. Da kann man ja auch irgendwie fünf Leute da
Und da bin ich auch bei meinem besten Freund Chris bin ich mit drin. So, da habe ich auch, fände ich auch blöd, wenn die das jetzt wegmachen würden. Kann ich jeden verstehen, der irgendwie sauer ist und der das irgendwie scheiße findet, zumal man ja irgendwie auch mal Familien hat, die sehr viel größer sind und dann vielleicht auch nicht mehr alle in einem Haus wohnen und trotzdem halt diesen Account teilen wollen. Das ist natürlich richtig kacke. So. Naja gut, du kannst ja, wie gesagt, noch Unterkonten bestimmen, musst halt im gleichen Land sein. Ja gut, so. Aber anscheinend musst und das du entsprechende ja für jeden Paket. Weiteren Step musst du ja mehr Geld zahlen, das ja. Ist ja das Problem. Das ja. Ist echt, ich find's, also für Großfamilien und so und für Leute, die nicht so viel Kohle haben, ist halt schon scheiße. Ich hoffe halt, dass sie dann dahingehend die anderen Pakete etwas anpassen. Dass du zum Beispiel ein Paket kriegst, wo du halt 4K-Inhalte zum Beispiel gucken kannst und dann halt nicht mehr so viel zahlen musst wie vorher, weil du ja auch nicht mehr die gleichen anderen Zusatzleistungen hast wie vorher. Ja, also. Würde Sinn ergeben, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass sie das machen. Ich sehe es momentan auch nicht. Ja. Auch nicht, ne. Ja, ich meine, am Ende des Tages ist halt ein Business, ne? Ja. Also wenn ich derjenige wäre, der am Ende irgendwie dafür verantwortlich ist, ob wir in diesem Jahr 100 Millionen verloren haben oder nicht, und dazu kommt ja auch noch, durch den Ukraine-Krieg haben sie sich auch aus dem russischen Markt zurückgezogen. Das ist ja auch ein unfassbarer finanzieller Topf, der den weggebrochen ist. Mhm. Also irgendjemand ist halt dafür verantwortlich, den Laden am Laufen zu halten. Ne? Und also auf der einen Seite, ich glaube, wir alle haben irgendwie schon unsere Phasen gehabt, da meckert man über Netflix und geile Inhalte werden nicht weitergeführt, wird abgebrochen, man hat das Gefühl, es wird hier und da gespart und niemand traut sich mehr, Geld in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite möchte man aber irgendwie auch alles so günstig bis kostenlos wie möglich haben und meckert dann rum, wenn es das Angebot nicht mehr gibt. Also ich verstehe das auch, aber wirklich letztendlich, das sind nicht unsere Freunde, die müssen Laden am Laufen halten. Und wenn das jetzt irgendwie finanziell die so ein bisschen wieder in den sicheren Hafen führt, vermeintlich, hoffentlich, dann ja, verstehe ich, dass das irgendwie erstmal blöd ist. Aber ich kann das aus marktwirtschaftlicher Sicht, ja. Kann ich das absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite würde ich dann aber auch sagen, ja, Freunde, aber ihr gebt auch irgendwie Unsummen an Kohle für irgendwelche Filme aus, die am Ende halt nur so naja waren oder halt unter ferner liefen und vielleicht mal eine Woche irgendwie in eure eigenen Top Ten auf Platz 1 waren, aber danach halt auch schon keinen mehr wirklich interessiert haben. So, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, ein bisschen Geld einzusparen, ne? Weil man muss ja auch vielleicht ein bisschen bedenken, dass die Leute, die bislang kein Netflix bezahlen wollten, ob die jetzt wirklich auf einmal Netflix bezahlen wollen. Das frage ich mich nämlich auch. Ja, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal eine andere oder eine eigene Dynamik so, ja. Ja. Also ich finde es auch, ich finde es genauso wie du, ich finde es ein bisschen frech zu sagen, okay, wir wollen jetzt Unmengen an Geld mehr. Natürlich ist es ein Geschäft und wenn sie da sehen, dass da so eine riesige, enorme Zahl ist und eben mit daher einhergehen, so viel Geld, dass sie verlieren. Aber wie du schon sagst, wer sagt denn, dass die dann alle sagen, okay, dann hole ich es mir jetzt halt selber. Zumal ja auch jetzt viele Leute gerade durch die letzten Cancelungen von denen gesagt haben, ciao. Ich würde tatsächlich auch, ich benutze Netflix kaum mehr. Also wirklich nur, um Sachen eigentlich zu gucken, die ich halt schon immer gucke. Die, zum Beispiel, ich könnte Netflix nie aufgeben, einfach nur, weil ich BoJack Horseman nicht aufgeben will und es das sonst nirgendwo gibt. Und ich glaube auch nicht, also kannst du ja auch nicht auf, nicht zumindest nicht alles auf DVD oder Blu-ray kaufen. Ich wüsste nicht, dass es BoJack Horseman auf Blu-ray oder DVD gibt. Nee. Also ich habe es schon gesehen, irgendwo im Internet. Aber legal? Ja, irgendwelche Bootlegs und ja, dann denke ich mir auch, pff, nee, dann, ich möchte ja schon auch hier dieses bequeme, okay, next. Und wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, ich freue mich total auf I Think You Should Leave, Staffel 3. Das kommt auch jetzt bald auf Netflix. Aber jetzt habe ich angefangen zu gucken, alter Schwede. Fantastisch, das ist so großartig. Geil. Es ist so geil. Es ist wirklich, und ja, dann sind halt so ein paar Schätze, die man nicht aufgeben will. In ein paar Jahren will ich vielleicht auch nochmal da gucken und deswegen würde ich nie mein Konto löschen. Aber ich finde es halt schon auch dreist zu sagen, okay, jetzt, auch schon wie du gesagt hast, es kann sich nun mal nicht jeder leisten. Mhm. Also ich hatte das früher auch, es war früher mein WG-Konto, jetzt teile ich mir das mit meiner Mutter und meinem Bruder und keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass ich allen Leuten sage, hier, nimm mein Passwort, aber... Familie, ne? Also, ja, eben. Familie. Sag doch nicht Nein zu meiner Mama. Aber ich sag auch nicht, Mama, dann sag ich mal ins Funny rüber. Ja, genau. Aber es ist immer so ein Damoklesschwert, was über ihr hängt. Mama, ich sperre dir dein Netflix-Account. 18 Jahre keine Miete gezahlt, so, weißt du? Aber dann jetzt plötzlich hier die 10 Euro für Netflix verlangt. Aber ja, es stimmt schon. Ich glaube, manche oder das sehr viele Leute würden sich wahrscheinlich nicht so schwer damit tun, wenn es mittlerweile wieder mehr, also wirklich qualitativ hochwertige Inhalte bei Netflix gibt. Also, du nicht hast nur halt, im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues.
Neues und du hast irgendwie alle paar Jahre mal. Ich mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds und Red Notice. Ja, dafür zahle ich doch kein Geld. Nee, eben. Du hast ab und zu mal sowas wie Stranger Things, das ist dann wieder so ein globales Ding und alle müssen es gucken. Auf der anderen Seite hast du dann so einen Scheiß wie Glass Out so. Also wenn Glass Out. So. Und, Glass Out. Ja, das hat mich gemacht, als ich den Film gesehen habe. Ich habe vor Wut mein Glas rausgeschmissen. Oh, nee, aber ich meine, aber also wenn das so die Premium-Inhalte sind, für die sie irgendwie ihre Kohle haben wollen, also dann verstehe ich schon, warum sich manche Leute sagen, okay, nee, also Netflix brauche ich wirklich nicht mehr in meinem Leben. Also es ist eine Gratwanderung und ich denke, es wird spannend zu sehen, ob das wie in Kanada funktioniert, dass erstmal alle meckern, aber sagen dann steigen die Zahlen halt, aber doch das wieder. Ne? Also das sagt Netflix halt, dass es für sie funktioniert. Ob es halt wirklich so ist, weiß nur Netflix. Und da wissen wir auch, dass die vielleicht gerne mal auch an ihren eigenen Zahlen schrauben. Ich habe auf Reddit gelesen, dass da ging auch so eine Diskussion da um das Thema. Und da haben Leute aus Kanada geschrieben, sie benutzen immer noch das Passwort von jemand anderem. Und da kam noch kein Brief oder irgendwas. Also wer weiß, wie stark die jetzt hinterher sind. Oder wer weiß, in welchem seltenen Berglandstrich die irgendwo das nutzen. Das kann natürlich also auch sein. Und bald klopft die Netflix-Polizei bei dir. Oh shit, ey, jetzt haben sie mich. Dann kommt Dwayne Johnson und mit Henry Cavill und Arnold Schwarzenegger zusammen. Ich finde, dann könnten sie vielleicht wenigstens so eine Umfrage starten, was die Leute wirklich von ihnen wollen. Ja, oder? Und da so ein bisschen, weil ich brauche keine fucking Hollywood-Stars da dann zu sehen. Ich fand es viel schöner, als sie noch eher unbekannte oder semi-bekannte Leute genommen haben und die dann groß gemacht haben. Weil es ist ja einfach eine Plattform. Die Leute ziehen sich da auch den größten Scheiß rein. Und dann brauchst du nicht den Megastar, der da mindestens 5 Mille verdient für seinen Auftritt. Obwohl. Dann nimm doch irgendjemand aus einer Schauspielschule raus. The Mother, der Jennifer Lopez-Film. Ja. Der scheint ja jetzt wirklich richtig, also der ist jetzt schon länger auf Platz 1. Also den haben so lange ist er noch gar nicht da. Ja, aber den haben jetzt schon richtig viele Leute wohl gesehen, also laut Netflix. Aber zählen die da nicht schon einfach diesen, also spielt doch automatisch schon immer mit. Es geht ja automatisch los. Zählen die, okay, jetzt waren es 2 Sekunden, morgen sind es nochmal 2, dann sind es nochmal, wie zählen die das? Naja, ab 2 Minuten, glaube ich, ist jetzt inzwischen alles geguckt. Ah, okay. Ja. Aber ich glaube, die gucken auch schon drauf, ob so ein Film auch zu Ende geguckt wird. Weil, ja, wie bei den Serien. Genau. Mhm. Das ist ja das Kriterium, warum manche Serien einfach nicht weitergeführt werden. 1899 waren ganz viele Leute dabei, wollten wissen, ey, die neue Serie der Darkmacher, cool. Und nach der 2., 3. Folge sind die meisten abgesprungen und nur noch ein winziger Prozentsatz der ursprünglichen Gucker haben das Finale noch gesehen. Mhm. Und natürlich sagt dann irgendjemand bei Netflix, okay, es besteht offenbar kein Interesse dran. Wie zieht die 2. Staffel mich an? Das finde ich auch scheiße, da ärgere ich mich. Aber so, ich kann es auch, ja, ich kann es nachvollziehen. Und zu The Mother spekulieren sie jetzt schon über den 2. Teil. Oh Gott. Also, aber ich kann mir auch vorstellen, Leute, ach Mensch, der J-Lo, da machen wir rein. Ja, genau, die kenne ich. Ja, wie beim Rock. So, ja, egal wie der Film ist, aber den kenne ich, da gucke ich rein. So, ja, ey, oh Gott. Aber ne, da weißt du ja auch, was du kriegst. Ja. Das wird ja nicht anders sein. Und das ist ja das Ding. Also für uns ist das jetzt vielleicht immer wieder ein bisschen größere Aufgabe, bei Netflix was zu finden, was einen irgendwie interessiert oder cool ist. Ich freue mich ja darüber, dass die jetzt so viele indische Filme irgendwie mit ins Programm aufnehmen, weil die hätte ich vorher nie sehen können. Also egal wo, nicht mal auf DVD oder so. Also bis ich meine, wie lange wir hier einen gebraucht haben, um Bahubali 1 und 2 irgendwie auf DVD oder sonst irgendwas zu haben. Das finde ich cool. Aber jetzt kommt ja der nächste Punkt. Und da ist Disney jetzt vielleicht, ja, Nummer 2, der jetzt ein bisschen populärer geworden ist. Warner hat das ja schon gemacht mit Batgirl und anderen Filmen, die jetzt einfach aus Steuergründen gar nicht mehr zur Verfügung sind, beziehungsweise nie das Licht der Welt erblicken werden. Weil, ja, dann muss man keinen Autoren, keinen Komponisten, keinen, was weiß ich, Regisseuren oder Darstellern noch irgendwelche Residuals zahlen, die zwar immer gering sind oder sehr gering sind, aber trotzdem anhand der aktuellen Entwicklungen könnten die irgendwann auch mal größer werden. Und da hat man sich dann wohl gedacht, okay, jetzt schmeißen wir halt mal eine Menge Serien aus dem Programm, die vielleicht auch nicht unbedingt so oft geguckt werden, wie zum Beispiel Die beste Pizza, Die geheime Benedikt-Gesellschaft, Dollface, Erde Annette, Everything's Trash, Maggie, Pistol ärgert mich ein bisschen, weil da haben wir nämlich gerade letzte Woche aufgrund von Sid und Nancy drüber gesprochen. Das ist die Danny Boyle-Serie über die Sex Pistols. Mhm. Die fliegt jetzt raus. Scott and Hooch, die Serie fliegt raus. Also es fliegen einige Serien raus, aber dann auch diese Filme, die man exklusiv für eben Disney Plus, sag ich mal, an den Start gebracht hat, die eigentlich vielleicht auch mal ins Kino kommen sollten, aber natürlich dann mit der Pandemie dann ein goldenes Ticket waren, nämlich Artemis Fowl, hier sehen wir es in der Mitte,
gut, um den ist es jetzt nicht unbedingt schlimm, aber The Princess, Stuntman, der The One and Only Ivan, das ist dieser Affenfilm mit den fand ich süß. Mit Bryan Cranston. Bryan Cranston hat noch gepostet. Genau, hier, genau. Den schnell an, der ist bald weg. Genau, also es sind ein paar Filme, die jetzt halt rausfliegen und es sind eine Menge Serien, die jetzt halt rausfliegen. Unter anderem halt, um nicht nur Serverplatz irgendwie einzusparen oder die Serverkosten irgendwie zu minimieren, sondern eben halt, um auch ja eventuell Nachzahlungen entgegenzuwirken, die vielleicht durch den Autorenstreik und andere Streiks jetzt demnächst nochmal anstehen könnten. Ich habe eine Frage. Ja. Aus vielleicht auch rechtlicher Sicht. Wie wäre es, wenn ich auf meinem Computer Disney Plus starte, weil das kannst du ja auch im Browser machen, oder nicht? Dann nehme ich meine Capture Card, spiele The World According to Jeff Goldblum ab, capture das und habe es auf Video. Ist das Ich bezweifle, illegal? Dass das geht. Das geht nicht? Ich glaube, da ist alles dann einfach nur black. Ja, genau. Ja? Also die haben die haben so einen Code drin, beziehungsweise eine Codierung drin, dass das halt nicht geht, beziehungsweise dass das halt immer wieder, das haben wir öfter mal bei wenn wir über diesen Presseserver von Disney gehen, wenn du da nur ein HDMI-Kabel anschließen willst, hast du am Anfang mal richtig Probleme gehabt, falls du das mal auf dem großen Fernseher gucken möchtest, dass das Bild übertragen wird. Und ich glaube, sobald so ein Capture-Tool an ist, dann registriert das der Stream und dann blockt er das alles ab. Also du könntest. Bei Konsolen ist das auch so. Du kannst über Konsolen kannst du keine Filminhalte capturen, da wird es auch direkt schwarz. Ja. Okay. Also theoretisch, klar, es gibt Möglichkeiten. Die Sachen landen ja im Netz. Weil die sind ja für immer weg. Die sind für immer weg. Ja. Das ist ja ein Problem, was Videospiele ja schon sehr, sehr lange haben. Das ist einfach, was machst du, wenn diese ganzen Cloud-Games und so, wenn die irgendwann mal weg sind? Wenn dann die PT-Demo rausnehmen? Ja, exakt. Dann ist die einfach nicht mehr da. Dann ist die weg. Zum Spielen. Für immer weg. Ja. Und das Gleiche haben wir ja jetzt mit denen. Also ja, man kann irgendwie den Bildschirm abfilmen oder was. Wie früher in den 90ern. Also, oh, geil. Wir schließen jetzt auch nicht die Augen vor der Realität. Ich würde mal sagen, diese drei Inhalte hier, Artemis Fowl, Willow und World According to Jeff Goldblum, die findest du illegal im Netz. Wahrscheinlich, ja. Ja, also es gibt ja Leute, die das abgreifen können, die ja die Technik oder die Tools oder das Wissen mitbringen, um eben solche Sachen zu capturen und dann eben ins Netz zu stellen. Und das ist halt dann meine Frage, ne? Also ist es das, was Disney möchte oder ist es das, was Streaming-Anbieter möchten, dass jetzt wieder halt Leute sich verschärft oder stärker darauf konzentrieren, diese Sachen halt so schnell wie möglich irgendwie zu capturen und ins Netz zu stellen und dann halt eben Leute sich das eben daher ziehen, weil sie halt nicht wissen, wie lange es dann irgendwo. Ja, aber was ist der Verlust? Wenn du Millionen von Dollar abschreibst und im Gegenzug gucken sich das 3000 Leute auf irgendwelchen schlechten RIP-Seiten an, wen kümmert's? Das ist die Frage. Naja, ne? Wenn du da drauf gehst und dann siehst du, oh, ich will Willow gucken und dann siehst du, der neueste Kinofilm ist ja auch schon in HD von Disney draußen, dann gucke ich mir den doch da an, anstatt ins Kino zu gehen. Ich bin ja eh gerade schon dabei. Ja, aber ich glaube, dass der Verlust, den du finanziell da einfährst, den Verlust, den sie durch die ganzen Abschreibungen und Löschungen machen, in 100 Jahren nicht aufwiegt. Also ich glaube, das ist einfach so ein, das nehmen die in Kauf, das ist nicht cool. Aber ich glaube, das Geld, was sie hiermit einsparen, ist viel, viel größer als das Geld, was sie bei Leuten verlieren, die sich den vielleicht auch noch nicht mal im Kino angeguckt hätten. Also wenn du dir den zu Hause anguckst und meinst, irgendwie, ja, da brauche ich nicht mehr ins Kino gehen, dann wärst du vielleicht sowieso nicht ins Kino gegangen. So, also ich kann mir vorstellen, dass das so eine Berechnung ist. Also irgendjemand wird es ja finanziell durchgerechnet haben. Also auf uns mag das echt traurig und bizarr und auch durchaus besorgniserregend wirken. Also das ist schon krass, wie du gesagt hast. Manche Sachen sind einfach weg. Ja. Das ist abgefahren. So, wir können die nicht mehr gucken. So, aber ich glaube, irgendwelche Zahlenhengste werden sich da schon was bei gedacht haben, leider. Und sie haben sich sogar noch ein bisschen mehr gedacht, denn ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass zum Beispiel auch schon die ersten Serien, die jetzt rausgestrichen werden aus Disney Plus, dass die aber dann zum Beispiel im Disney Channel oder so nochmal ausgespielt werden. Ah. Weil dadurch dann halt wieder eine andere Verwertungskette und eine andere Ausschüttungskette irgendwie in Gang getreten wird. Dann nehme ich es mit meiner VHS auf. Aber dann könntest du es wiederum aufnehmen. Ja, natürlich könntest du. Und dann wäre es wiederum da. Ich frage mich, ob jetzt halt, ne? Ich meine, Artemis Fowl ist wirklich ein kein guter Film. Ich habe mit meinem Sohn jetzt gerade das erste Buch fertig gelesen und bin jetzt im zweiten Buch. Und es ist wirklich ein Witz, was sie aus diesem Film da gemacht haben. Also was der Film aus diesem Buch macht. So, ja? Gut, bestätigt meine Theorie, dass Kenneth Branagh halt auch ein überschätzter Regisseur ist. Aber. Hallo. Was denn? Ich finde ihn ganz okay. Kenneth Branagh. Als Regisseur? Als Regisseur.
Belfast. Frankenstein. Okay. Ich fand den ersten Tor auch okay. Ich wollte mal eine kleine Brücke zum Thema eigentlich heute mal schlagen. Also. So nach zwei Stunden. Ja, kommen wir gleich noch. Yeah. Aber trotzdem, also so als Unfall ist dieser Film auf jeden Fall, sollte der meiner Ansicht nach fest, also weiterhin zugänglich sein. Wie das halt nicht als Zeitdokument. Ja, als Zeitdokument. Ne? Also wirklich, ich finde den Film absolut misslungen, aber ich sage, er soll zugänglich sein für alle Welt, so um zu sehen, wie zum Beispiel eine schlechte Buchadaption aussehen kann oder funktioniert. So, und oder wie man es halt nicht macht oder keine Ahnung. Aber ja, ich hoffe, sie haben sich da vielleicht noch so einen Plan B ausgedacht, dass man vielleicht das eine oder andere irgendwie als DVD dann doch nochmal anbietet. Oder als digitalen Kauf, also dass es dann halt wirklich besitzt als digitale Kopie. Warum machen sie das nicht? Klar, da müssen sie auch was abgeben, aber dann halt ein Apfel und ein Ei und dann ist ja nicht ein regelmäßiges Ding, oder? Aber das ist doch auch beim Gaming so ein Problem, oder? Man kann doch, ob ich jetzt ein Spiel, also wenn ich jetzt ein Spiel digital gekauft habe, das kann mir immer noch komplett weggenommen werden. Naja, es kann ja kein Server, also wenn der Server nicht mehr da ist, dann kannst du, weiß ich nicht, nehmen wir Lawbreakers. Naja, und Lawbreakers ist ein beschissenes Spiel gewesen. Aber Leute haben das gekauft und die Server wurden abgestellt nach einem Jahr oder so, weil es einfach fast niemand gespielt hat. Diese Leute können das nicht mehr spielen. Also ich bin vielleicht, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich habe da auch mal drüber nachgelesen, das ist relativ komplex. Beim Gaming ist es aber, glaube ich, so, dass du das Spiel technisch gesehen nicht wirklich kaufst, sondern nur die Nutzungsrechte daran kaufst. Okay. So, dass irgendwie, also jeder. Aber du kaufst etwas. Du kaufst etwas, genau. Aber du kaufst nicht das Spiel an sich. Du kaufst irgendwie die Erlaubnis, das so lange zu spielen, bis irgendjemand sagt, wie, ich nehm's aus dem Netz, zieh den Stecker und dann kannst du dich auf den Kopf stellen, aber du hast kein Recht mehr, irgendwie dein Geld zurückzuverlangen. So. Aber das ist halt dann die Frage, ne? Also. Ist das denn wirklich ein gerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis oder also kann man das wirklich auf Dauer so machen? Deswegen immer schön alles physisch kaufen. Ja, Retail-Version. Alles sich ins Regal stellen, solange noch Platz ist. Beim nächsten Umzug kotzt du dann wieder so. Oh, aber trotzdem, also ich kaufe, also ich merke eigentlich, ich kaufe immer mehr mittlerweile, also jetzt nicht unbedingt bei Games, aber so was den Filmbereich angeht. Ich kaufe wieder mehr tatsächlich physisch, weil ich echt keinen Bock mehr habe, dass mir irgendwas vom Server genommen wird. Was, wenn es nicht geht? Wie bei BoJack. Ja, aber das ist es ja. Oder I Think You Should Leave. Gibt's auch nicht auf DVD. Wirklich nicht? Nee. Ach, verdammt. Ja, ja, also ich glaube, die Königslösung ist da noch nicht gefunden. Aber vor allem müsste es mal, glaube ich, dann einen Präzedenzfall geben, weil früher, das ging ja, hast du dir eine VHS gekauft und es war dir erlaubt, eine Sicherheitskopie davon zu erstellen. Eine Sicherheitskopie. Eine Sicherheitskopie. Wie wir es damals alle gemacht haben. Alle. Aber ich meine, ne, also das durftest du auch von DVDs und Blu-Rays machen. So. Darfst du ja eine Sicherheitskopie erstellen. Was du dann mit dem Original machst, ist ja dir überlassen. Aber es müsste, glaube ich, so einen Präzedenzfall geben beim Streaming, wann irgendwie eine Sicherheitskopie oder ob es irgendwie so eine Art Sicherheitskopie beim Streaming irgendwie gibt. Ja. Wenn du jetzt wirklich der größte Fan von BoJack Horseman bist. Ja. Und irgendwann sagt Netflix, ah, das muss jetzt hier aber weg, das guckt keiner mehr. Ja, und wir wollen jetzt auch den Autoren, die das geschrieben haben, kein zusätzliches Geld mehr geben und sonst irgendwas. Dann müsste es doch eigentlich irgendwie eine Möglichkeit geben, dass du dir das nur für dich, nicht zum kommerziellen Zweck, um das zu vertreiben oder sonst irgendwas, nicht um es auf irgendeine Seite zu stellen, wo mit irgendwelchen Pop-ups oder sonstigen Werbeanzeigen richtig viel Geld gemacht wird, so, sondern einfach nur für dich, dass du es hast. Vielleicht kann man bei Netflix so eine Art Auslösung beantragen, sodass man sagt, hey, ihr nehmt's runter, okay, hier, $20, gebt mir irgendwie ein File oder irgendwie sowas oder eine Sicherheitskopie oder irgendwie sowas in der Richtung, dass man das halt quasi auslösen, rauskaufen kann, wie so eine Prostituierte aus dem Rotlichtviertel. Oh Gott. Random Ströckschlag. Wow. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja. Aber interessant zu sehen, in welche Richtung dein Gehirn so wandert. Aber wenn du einfach das rote Licht? Ja, es war das rote Licht. Ja, genau. Ja, put on the red light. Ja, come on, Baby, ich hol dich heraus. Ja. Come on, Horseman. Ich mach das gern für mich. Du willst der Travis Bickle für die ganzen kleinen Netflix-Filme sein. Genau, ja. Ich bin die, also ja, die kleinen Jodie Foster Netflix-Produktionen. Genau. Komm zu mir. Es wäre auf jeden Fall eine Lösung. Ich hoffe, die haben jetzt zugehört und merken sich das. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass BoJack Horseman irgendwie über kurz oder lang jetzt von Netflix verschwindet. Aber sag niemals nie. Sag niemals nie. Ich könnte mir vorstellen, dass mit, wenn der Autorenstreik jetzt, sag ich mal, neue und wirklich auch für die Autoren positivere Veränderungen mit sich bringt, dass dann nochmal eine neue Welle oder beziehungsweise man nennt es ja schon so, in Amerika redet man ja schon von The Streaming Purge. Ja. The Forever Purge.
Klingt cool. Wer weiß, ob dieser Streaming-Purge nicht nochmal neue Dimensionen annimmt, wenn halt gewisse Verträge nochmal erneuert worden sind und halt jetzt vielleicht auch die Auszahlungen ganz andere sind. Und es wird ja, also die SAG-AFTRA, die wollen ja jetzt auch vielleicht streiken. Die höheren Gremiumsmitglieder haben schon dafür gestimmt und die gehen jetzt auch bald in Vertragsdiskussionen. Und wenn die sagen, Leute, wir kommen nicht mehr, dann ist ja eh vorbei für die. Dann müssen die ja wirklich sich mit denen hinsetzen und hier irgendwelche fairen Sachen aushandeln. Glaube ich auch. Aber ich bin gespannt. Also ich fand es schon bei dem letzten Streik sehr schlimm. Danach wurde Pushing Daisies abgesetzt. Werde ich denen auch nicht verzeihen. Aber ja, da gibt es ja immerhin DVDs. Und es geht sogar noch weiter. Disney, also es kam jetzt raus, dass Disney sogar noch Sachen irgendwie im Giftschrank hat, die halt einfach nicht mehr rauskommen, nämlich eine Alien vs. Predator-Serie. Ob die wirklich cool ist, ne? Keine Ahnung. Natürlich nicht. Ja. Natürlich ist sie nicht cool. Jetzt mal ganz im Ernst. In welchem Wolkenkuckucksheim lebst du noch? Eine Alien vs. Predator-Serie von Disney, die ist bestimmt richtig geil. Naja, Moment. Nein. Die wurde schon unabhängig. Die ist entstanden zu Zeiten der Fusion von 20th Century Fox und Disney. Und die wurde gemacht, damit man halt eben nicht diesen ganzen Lizenzhassel hat und so weiter und so fort. Und bevor das alles irgendwie wandert, wurde diese Serie wohl produziert. Was nicht unbedingt dafür spricht, also was es nicht unbedingt besser klingen lässt, weil das wahrscheinlich in einem sehr schnellen Prozess entstanden ist. Ja. Aber diese Serie existiert. Und ich will sie sehen. Aber ich glaube nicht, dass der Welt irgendwie da was verloren gegangen ist. Ich kenne Disney, ich kenne die Alien vs. Predator-Filme. Wenn ich das zusammensetze in meinem Kopf, dann denke ich mir, ja, also für Fans bestimmt irgendwie traurig, aber ich glaube nicht, dass uns hier was wirklich Bedeutsames entgeht. Ich würde schon gerne mal einen Blick reinwerfen. Ich habe eine Frage. Habt ihr die Rotze da selber hingemacht oder gehört die zu dem Bild? Die gehört, glaube ich. Die gehört zum Bild. Sieht so komisch aus. Die Augen übrigens auch. Ja, das, genau, das ist ein Originalstandbild. Das war mir klar. Ja. Nee, die Rotze, das war so der neue Stil, den die so ein bisschen bedienen. Wenn sie wackelt, ich glaube, die Rotze gehört zum Bild. Das sieht so aus wie so Eiskristalle oder so. Oder so. Diese. Ja, nein, ich glaub, das gehört wirklich zum Bild. Guck mal, das geht doch hier in einer Linie so. Ja, ich dachte, das obere ist aus dem Bild und das untere wurde vielleicht hinzugefügt. Es tut mir leid, nee, das ist ja jetzt auch nicht. Alvin, was hast du an diesem Bild verändert? Gitterstäben und Augen. Okay. Ja. Also, die Rotze ist die original. Die Rotze ist echt. Oder der Sabber, ne? Willkommen bei Kino Plus. Die Rotze ist echt. Trotzdem, ich hätte sie gerne gesehen. Ja, verstehe ich auch. Ja, klar. Ja. Ich bin offen für alles. Ist das Einzige, was bekannt ist, was bei denen im Giftschrank liegt? Nee, ich wette, da ist noch eine Menge mehr. Auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Also, die prominentesten Sachen sind jetzt auf jeden Fall Bad Girl. Ja, gut. Das ist bei Warner. Bei Warner, ja. Und jetzt Alien vs. Predator bei denen. Während Neil Blomkamp ja wohl jetzt gerade in Budapest oder so an seinem Film schraubt und Ridley Scott ja auch noch eine Alien-Serie irgendwie in Planung hat. Und Fede Alvarez macht den nächsten Alien-Kinofilm. Fede Alvarez, genau. Ja. Der macht's gerade. Und da bin ich mal gespannt. Ich auch. Also ich meine, Neil Blomkamp, wir mochten ihn alle, District 9 und so war cool, aber dann ging es irgendwie auch schon echt einigermaßen rapide bergab, so deswegen. Ich meine auch. Vielleicht wäre Alien von Neil Blomkamp geil geworden, aber also seine Quote spricht jetzt nicht dafür, deswegen finde ich es nicht schlimm, dass es jetzt ein anderer macht. Nö, ich bin auch, also ich bin sowohl als auf Fede Alvarez gespannt, wie ich auch auf Neil Blomkamp gespannt wäre. Ja, genau, wäre ich auch, aber also ich habe mehr Vertrauen in Fede Alvarez als jetzt in Neil Blomkamp, weil mittlerweile sieht es nicht mehr so gut aus auf dem Resümee von Neil Blomkamp, das war schon. Nee, und Alvarez, also mit dem Evil Dead Remake, mit Calls und so, der hat schon echt eine Menge gute Sachen jetzt gemacht, deswegen. Weiß man da schon ein bisschen was vom Inhalt? Also es wird jetzt nicht mit Prometheus oder sowas zu tun haben. Ey, was Gott da macht oder was Gott irgendwie plant oder welche Wellen sich Gott. Ich auch, ich dachte gerade, was Gott da plant, wir werden es nie wissen. No. Da ist Gott. Ja, was Ridley Scott. Ridley Gott. Was Ridley Gott da plant. Der Bruder von Karel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Und es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Aber ja einfach. Schlimmer kann es ja kaum werden. Wäre es auch nicht schön, wenn die Franchises einfach mal in Ruhe lassen würden? Also haben wir nicht genug Alien und Predator in unserem Leben gesehen? Ich fände es schön, wenn sie einfach sagen, wir schieben das beiseite, das hat nicht so gut funktioniert. Aber es gibt ja noch mehr Aliens im Universum. Wie fandst du Prey? Prey? Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ne? Ne. Stimmt, der war ganz gut, ne? Ich fand ihn ganz gut. Ich fand ihn auch gut, ja. Also, nach einer langen Durststrecke an Predator-Filmen und beziehungsweise den letzten Predator-Filmen so,
War der schon mal wieder eine Wohltat? Also nach allem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass mir einige Sachen sehr gut gefallen werden und bei anderen werde ich absolut kotzen. Das ist so meine Theorie. Aber ist noch auf meiner Liste. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, aber wie gesagt, nach sehr viel Predator-Dreck oder beziehungsweise Unterdurchschnitt, den wir uns irgendwie... Also im Prinzip gibt es ja nur 2 Predator-Filme, dann gibt es noch ganz viel anderes. Ja, und dann vielleicht aber, neulich noch mal Predators mit S und Adrian Brody. Ja, aber deswegen meine ich, es gibt ja scheiße. Es gibt ja eigentlich nur Teil 1 und 2. Ja, und alles andere ist... Ja, ja. Aber Prey, wie gesagt, fand ich, hat da echt einiges richtig gemacht. Und ja, glaube ich auch. Guck ich mir nochmal. War ganz unterhaltsam. Gut, so. Alter. Was denn? Das war krass. Wie lange sitzen wir hier schon? Abgefahren. Oh, heute geht's, finde ich. Ja, wir sind doch jetzt wirklich, ne? Wir machen jetzt einen Supercut. Viel länger. Ja, ja, ja. Und dann sind wir eigentlich wirklich gut. Ich bin nur überrascht, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man mit lieben Freunden hier sitzt. Du meinst mit der Familie. Mit der Familie. So, und um die geht's jetzt auch. Hier ist der Supercut, beziehungsweise das, was jetzt gerade im Kino startet. Und noch ein Film von letzter Woche. Ja, vielleicht können wir mit dem Film mal kurz anfangen, denn ich weiß so gut wie nichts über The Machine. Das ist der Film von Stand-Up-Comedian Bert Kreischer, der schon seit Jahren eine Geschichte erzählt, wie er in Russland war und dort halt bei einem Überfall mehr oder weniger freiwillig beteiligt war. Also ich kenne dieses Bit nicht komplett, aber er hat sich halt auf eine russische Familie eingelassen, mit dem man sich nicht unbedingt einlassen sollte. Und jetzt, diese Geschichte erzählt er halt immer wieder in seinem Stand-Up-Programm. Und jetzt spielt der Film halt 23 Jahre später. Bert Kreischers Vater, gespielt von Mark Hamill, soll sich oder hat sich angekündigt zum Familienwochenende. Und plötzlich steht halt so ein Russe vor der Tür und sagt halt, ey, hier, da sind noch ein paar unerledigte Dinge. Und plötzlich sind Papa und Sohnemann auf Mission in Russland. Beziehungsweise müssen sich mit irgendwelchen russischen Gangstern auseinandersetzen. Wurde nicht in der Pressevorführung, also als Pressevorführung nicht gezeigt. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr den in Berlin vorab sehen können? Nee. Also, ich weiß nicht, ob der Film auch überhaupt ins Kino kommt. Ich habe eigentlich Lust drauf. Also, mich interessiert anhand des Trailers schon so ein bisschen was. Ich hoffe, der hält auch irgendwie, sag ich mal, in Sachen Humor seine Klasse oder eben das, was der Trailer suggeriert. Aber viel mehr kann ich zu diesem Film nicht sagen. Außer, dass er jetzt halt als Kinostart angekündigt war. Ist zumindest mal ein origineller Story-Aufhänger. Wobei, also als du es erzählt hast, ich habe kurz gehofft, dass er im Prinzip, also die Spielfilmversion von dem, was damals wirklich passiert ist, einfach nur erzählt. Ja, ich glaube, das sieht man in Rückblenden. Weil ja, okay. Man sieht ja immer, man hat ja eben hier den Jungen aus 21 Jump Street. Ich weiß 22, glaube ich. War das 22? Ich glaube, ja. Ja, dieser Rooster, wie er heißt. Ja. Yeah. Ja, und der auch hier. Doch, der ist auch mit dem Football-Team. Genau. 22. Und hier der eine Dave und Dings need Wedding Dates. Phil und Dave need Wedding Dates oder so heißt der. Mike und Dave, ja. Mike und Dave, da spielt er auch mit. Also, das ist so. Modern Family. Kommt ins Kino. Kommt ins Kino, ja. Wie gesagt, so viel weiß ich, ja. Aber nicht viel mehr. Ja. Ja, eine ähnliche, ich denke mal. Derbe Komödie erwartet uns mit Und dann kam Dad. Robert De Niro macht mal wieder eine etwas, wie sagen die Amerikaner dazu, raunchy, glaube ich. Raunchy Komödie. Hier geht es um einen jungen Mann, der mit seiner stinkreichen Freundin oder Frau ein Familienwochenende bei deren Eltern verbringen soll. Aber das ist ausgerechnet das Wochenende, was er jedes Jahr eigentlich mit seinem Vater verbringt. Ein alter, immigrierter italienischer Friseur, der halt sehr traditionsbewusst und stolz ist und halt eben
ja, offensichtlich nicht so gut zu dieser reichen Familie passt und aber jetzt halt eben einfach mitkommen soll auf Idee hin von der Frau. Und das, ja, sorgt wohl für ein turbulentes Familienwochenende. Oh. Bei dem kein Auge trocken bleibt. Genau, bei dem kein Auge trocken bleibt. Kim Cattrall und Robert De Niro, den Rest kenne ich nicht. Hä, die blonde Junge ist doch von Lost, oder nicht? Ist das die von Lost? Ja. Was, welche? Das, Maggie Smith? Die blonde Frau. Weißt du? Maggie Smith? Nee, Maggie junge Smith. Blonde. Maggie. Damals. Die heißt doch Maggie, oder? Die aus The Fog auch, ne? Meinst du? Die, ja. Die bei Lost also, Sharon gespielt hat. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Shannon oder Sharon oder so hieß die. Shannon hieß sie, ja. Genau. Ich meine, das war die. Die wahre Liebe die von Said. Die blonde. Ja, genau. Die wahre Liebe von Said, wenn ich daran denke, könnte ich immer noch. Egal. Ah, nee, das ist sie nicht. Glaub, ist sie nicht? Die redet von der von. Die auch bei Californication mitspielt. Die seine Muse ist, Grace. Das weiß ich nicht. Ob die bei. Wie heißt nochmal dieser. Ich sehe die nur manchmal. Die hat auch in The Fog mitgespielt. Also die heißt hier ja, Leslie. Genau. Leslie. Nee, das ist sie nicht. Leslie Bibb. Bibb, genau. Aha. Und das ist die Freundin oder Frau von Sam Rockwell. Ach, was. Ja. Wer jetzt? Leslie Bibb. Leslie Bibb. Ah, okay. Ja. Und wie heißt die von Dings? Maggie Grace, glaube ich. Maggie Grace Smith. Irgendeine Maggie wird es halt sein. Maggie Smith, Maggie Q. Ja, ist okay. Entschuldigung, dass ich nur noch Maggie wusste. Ist das okay? Ja? Ich wusste es zuerst gar nicht, also. Ja. Keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen, aber ich sag mal so, wie hieß die letzte Komödie mit Robert De Niro, Bad Grandpa? Dirty Grandpa. Furchtbar. Ja. War jetzt schon nicht so mein Fall, wo ich mich halt auch mal frage, Herr De Niro, haben Sie es wirklich nötig, sowas zu machen? Vielleicht hat er Bock drauf. Aber das packt man sich aber auch schon seit 15 Jahren, ne? Ja, aber er macht ja auch gute Filme. Also ich meine, er soll ja jetzt immer wieder mal gute. Er soll ja in Killers of the Flower Moon soll er ja wirklich wieder richtig gut sein. Ich hoff's. Also ich meine, ist ja halt immer noch ein geiler Typ so. Ne? Ja. Aber also gefühlt ist das aber auch schon ein bisschen gekippt so in den letzten anderthalb bis zwei Jahrzehnten. Also obwohl ich mich jetzt nicht wundern, wenn das jetzt auch kein geiler Film ist. Ja. Ich glaube aber oder ich habe die Hoffnung, dass er besser ist als der Dirty Grandpa. Ich habe das Gefühl, dass er sich nicht nur auf diesen voll pervers und er ist ein alter Mann witzig ausruht. Ja, oft Fuck sagt, ne? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen. Da ist nämlich auch kennt ihr die Serie Workaholics? Ja. Einer von denen spielt auch mit Anders Home. Der mit den Locken? Nee, der so ein bisschen spießig aussieht. Okay. Der dann nicht der mit den Locken und nicht der Kleine ist. Okay. Der spielt einen, der habe ich ein gewisses Bild vor Augen. Ja. Besser konnte ich es nicht erklären. Ja. Ne? Also, wird vielleicht sein Publikum finden. Dann gibt es eine Dokumentation, die, glaube ich, auch dieses Jahr für die Oscars nominiert war, als bester Dokumentarfilm. All the Beauty and the Bloodshed. Da geht es um die Fotografin Nan Goldings, die schon seit Jahren halt fotografiert und alles mögliche macht, in verschiedenen Kreisen und Szenen unterwegs ist und jetzt tatsächlich einen echt harten Kampf gegen Familie Sackler führt. Familie Sackler kennen vielleicht die aufmerksamsten Zuschauer unter euch da draußen und Zuschauerinnen. Anhand von Dope Sick. Dope Sick war die Serie über die Opioidkrise in Amerika beziehungsweise über die Krise, die durch das Medikament Oxycontin hervorgerufen worden ist. Und jetzt ist es aber halt so, dass diese Sackler-Familie, der das Unternehmen gehört, die Oxycontin auf den Markt gebracht hat und dann mitverantwortlich ist für eine riesengroße Opioidkrise in Amerika, das sind wohl auch sehr große Kunst. Wie ist die Mehrzahl von Mäzen? Mäzene. Ja, die sind wohl sehr große Kunstmäzene und haben in jedem renommierten Museum der Welt haben sie halt ihre Finger mit drin. Ja, und Frau Golding versucht jetzt halt oder nimmt jetzt halt den Kampf gegen diese Familie auf, versucht deren Einfluss auf die Kunstwelt irgendwie zu minimieren und gleichzeitig irgendwie sich stark zu machen, dass den Menschen geholfen wird, die halt in die Abhängigkeit geraten sind durch das Medikament. Die hat auch eine eigene Organisation gegründet, Pain, Prescription Addiction Intervention Now, die da halt auch eine Rolle spielt und ja, wurde von dem Regisseur von Citizen Four oder der Regisseurin, ja. Inszeniert. Mhm. Ja. Ist vielleicht für die einen oder den anderen interessant, so. Ich hatte mir die auf jeden Fall auf die Liste gesetzt, weil mich interessiert das. Seit Dope Sick bin ich da in dieser Sackler-Geschichte, bin ich da wirklich dran interessiert, weil ich finde das wirklich unglaublich, was da gemacht worden ist, welche Behörden da auch irgendwie beeinflusst worden sind und wie systematisch
dieses Land mit eben dieser, ich sag's jetzt einfach mal, Droge halt irgendwie ist wie mit der NRA, überflutet, ne? Wurde. Wer sehr viel Einfluss hat da, der zieht halt die Fäden. Das ist, das leider. Aber es ist auch krass, dass gerade sie gegen die geht, weil sie darunter ja dann auch leiden wird. Also, ja, sie hatte, glaube ich, eine Abhängigkeit, ne? Ja, total. Sie stellt ja auch ihre Werke in der Met Gala aus, die denen quasi, also nicht gehört, aber die da sehr wichtige Finanziers sind. Und dann wirklich zu sagen, fuck you, ich will euch jetzt stürzen, ist nicht schlecht. Ja. Bin auch sehr gespannt. Ernstes Thema natürlich, aber trotzdem für mich ein nach wie vor interessantes Thema, weil seit Dopesick, wie gesagt, ich bin vom Glauben abgefallen. Also ich habe schon immer mitbekommen, dass da irgendwie in Amerika echt einiges im Argen liegt, was gerade Medikamente angeht. Aber dass das so, wie das gepusht worden ist und wie das dann Lauf genommen hat, das ist ja bedrückend. So. Ja, dann cool, Stimmung im Eimer. Was machen wir jetzt? Ariel, die Meerjungfrau. Ob das unsere Stimmung rettet? Ich weiß nicht. Hat ihn jemand hier gesehen? Ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen. Kannst du was dazu erzählen? Also es ist die gleiche Geschichte, wie ich gehört habe, die auch der Zeichentrickfilm erzählt. Sie haben Szenen wohl 1:1 übernommen, haben aber auch Szenen wie zum Beispiel das Filetieren von Fischen in der Küche weggelassen. Ja, was ich nicht ganz verstanden habe. Es sieht in Realität wahrscheinlich ein bisschen blutiger aus als im Zeichentrickfilm, oder? Ja, aber das kann man ja auch, das muss man ja dann nicht da zeigen, aber die Szene kann man ja trotzdem darstellen, ohne dass man dann das Filetieren von einem Fisch zeigt. Wo ich mir auch denke, also ist auch nur Teil des Lebens, da wird jetzt kein Mensch abgehackt. So. Also hätte man meiner Meinung nach zeigen können. Ich finde, da gibt es andere Dinge, die, wo ich mich fragen würde, ob das nicht zu gruselig ist für kleine Kinder, wie zum Beispiel Ursula, die dann riesig ist als Monster. Es ist zwar, das spielt denen ganz gut in die Karten, dass die Effekte wirklich leider echt schlecht sind. Okay. Also es hat wirklich, ich war Feuer und Flamme für diesen Film. Ich habe so darauf gehofft, dass er wirklich gut ist. Und am Ende, also je mehr Abstand ich davon bekomme, desto schlechter finde ich den Film. Ich möchte ihn aber auch auf jeden Fall, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ich möchte ihn auf jeden Fall nochmal im OV sehen, weil für mich das absolute und vielleicht sogar einzige Highlight war ganz klar Halle Bailey. Also es ist wirklich großartig. Sie ist wirklich so, so gut. Sie passt perfekt. Und ist mir scheißegal, was alle da draußen sagen und sich aufregen, dass eine schwarze Meerjungfrau ist. Sie ist perfekt. Also man sieht schon, sie sieht auch einfach genauso aus. Sie hat dieses, also sie sieht natürlich nicht aus wie die Animations-Ariel, aber sie hat dieses Unschuldige und Neugierige. Das macht sie richtig gut. Und sie singt ja auch einfach fantastisch, weshalb ich den Film nochmal im OV sehen will. Aber ansonsten, also ich glaube, für Kinder ist es schön, gerade wenn man den Original noch nicht gesehen hat. Denen ist ja auch egal, wenn, oder den meisten, ist nicht deinem Sohn, aber den meisten ist ja auch dann egal, wenn die Effekte nicht so supi sind. Aber ja, also diese neuen Lieder, ich glaube, 3 neue Lieder sind's. Die hätten es auch nicht gebraucht. Erik singt jetzt auch einen Song, den habe ich aber nicht mitbekommen, da war ich auf Toilette. Also ich kam wieder und plötzlich singt er, ich war, okay. Es gibt einen Rap, ne? Mit ihm. Oh Gott, nein, es gibt keinen Rap mit Erik, zum Glück. Erik. Aber mit Awkwafina. Ja, mit Scuttle. Scuttle rappt und das war wirklich. Also, Lin-Manuel Miranda hat sich ja damit eingemischt. Und wer ihn kennt, ich mag ihn eigentlich sehr gern. Ich liebe Hamilton und ich liebe In the Heights. Und er hat aber diesen klaren Stil. Und vor allem, wenn er rappt, er hat diesen Flow und das macht er immer. Und ich dachte schon, oh, wie schön. Er bringt nicht seinen typischen Lin-Manuel Miranda Flow rein. Aber dann kommt dieser Rap und man hört das sogar auf Deutsch und es klingt einfach scheiße. Es ist wirklich so, man sitzt da und denkt sich, warum passiert das jetzt? Da hätte ich lieber zugeguckt, wie ein Fisch filetiert. Ja. Also, das Ding ist, meine Tochter kennt, ich meine, den Zeichentrickfilm, das Original. Mhm. Ich frage mich dennoch, warum ich in diesen Film mit meinen Kindern gehen soll. Der geht 135 Minuten. Das ist fast das doppelt stimmt, so lang wie, wie der Zeichentrickfilm. Ey, sorry, bei aller Liebe, aber wer mal irgendwie kleine Kinder mit ins Kino genommen hat, der weiß, die haben eine Belastungsgrenze und irgendwann werden die hibbelig. Ja? Und bei einem Film über 2 Stunden, da sage ich von vornherein, nee, Leute, nein. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz, was da die Entscheidung war. Aber also, es ist jetzt kein furchtbarer Film. Ich habe nicht gesehen, also ich kann nichts so sagen. Gibt, wie gesagt, ich fand Halle Bailey großartig. Ich habe ein bisschen Schiss eben, dass er jetzt nicht so gut ankommen wird und sie das dann auf sie schieben, obwohl sie der große Lichtblick war. Das hört man aber oder liest man sehr oft, dass sie der große Lichtblick selbst in diesem Film Bardem ist. Javier Bardem war so, hast du keinen Bock? Also es war wahrscheinlich hat er keinen Bock. Nichts wirklich passiert und
Also ich war schon von Anfang an bei Melissa McCarthy, habe ich mir gedacht, warum? Ich habe gehört, sie kann wohl sehr gut singen. Ich habe es mir noch nicht angehört. Da wollte ich mich überraschen lassen, wenn ich dann sie tatsächlich auch hören werde im Kino. Aber vom Gesicht her, da ist nichts passiert. Und es war jetzt nicht, oh, keine Ahnung, als hätte sie ihr Gesicht so gebotoxt, dass es nicht bewegen kann. Ich glaube, das war wirklich eine bewusste Entscheidung von ihr, zu sagen, oh, ich bin böse. Und deswegen gucke ich, wenn dann ab und zu vielleicht mal. Mm. Und das war's. Javier Bardem ist der Vater? Ja, er ist König Triton. Okay. Sind die einmal irgendwo zu sehen in einem natürlichen Umfeld? Du meinst oberhalb des Wassers? Oberhalb des Wassers? Ja, ja, beide? Ja, ja, das ist auch kein Spoiler. Also das ist auch im Originalfilm, sieht man da auch eine Szene. Und ihre Schwestern, die so gut wie gar nicht vorkommen, wo ich dann nicht verstehe, warum dann extra diese eine von Bridgerton gecastet wurde. Ist es nicht so, dass ihre Schwestern jetzt quasi so die sieben Welten repräsentieren? Und das muss ich zumindest, finde ich, aber einigermaßen smart und coole Idee. Ja. Deswegen sehen die alle unterschiedlich aus und so. Ja. Als ich das gehört habe, dachte ich, okay, alright. Was ich auch richtig mochte, war, dass sie mehr diesen karibischen Flair und diese Kultur mit reinbringen, weil natürlich spielt dieser Film und auch schon das Original in der Karibik. Und dann ist es doch total unlogisch, dass dann Haufen Weiße rumrennen. Und dann hast du halt so ein bisschen. In einer Szene gehen sie auf so einen Markt zusammen und dann hast du da so ganz viel karibisches Essen und die Leute und die Musik und so. Das fand ich ganz cool. Aber ist es nicht, also das Original spielt in der Karibik? Also, ja. Du hast eine Krabbe, diese ganze Flora und Fauna, die in diesem Film dargestellt wird, ist ganz klar, dass es nicht Dänemark. Nur weil Hans Christian Andersen Däne ist und seine Geschichte bestimmt in Dänemark spielt oder in den dänischen Wassern. Spielt die Disney-Geschichte, meinst du? Ja, okay. Also die Disney-Geschichte. Ja. Guck dir mal nochmal den Animationsfilm an. Da sind auf. Palmen. Ich finde die ganze Diskussion lächerlich. Ja? Ja. Also ein Film, der davon handelt, dass man Andersartiges akzeptieren soll, der da wird sich drüber aufgeregt, dass jemand eine andere Hautfarbe hat. Also ja. es ist für mich leider blöd. Ich habe aber so ein paar andere Sachen gelesen, wo ich mir halt dann auch schon denke, warum muss das ausgerechnet die Geschichte sein? Gibt es keine anderen Geschichten, sowas wie Moana zum Beispiel, wo man halt diese. Noch zu früh. Ja, aber das Remake kommt, aber das wäre jetzt noch zu früh. Genau, aber das hatten wir ja vorhin schon. Ich finde solche Sachen wie Encanto und Red Panda da deutlich sinnvoller, diese Geschichten zu erzählen und halt die Menschen und zu öffnen für Leute, die bisher nicht damit in Kontakt getreten sind, als eine Geschichte, die irgendwo vor Anno dazumal in Europa, in einem wirklich weiß geprägten Europa geschrieben worden ist, eben für weiß geprägte Europäer, warum man die jetzt irgendwie dann hernimmt, um eine gewisse Diversität zu schaffen, die vielleicht niemals dafür gedacht war. Also, weißt du, also wenn du verstehst, ich weiß, ich muss mich jetzt hier ein bisschen durch die Gegend manövrieren, so, aber ich finde halt, warum färbst du eine Geschichte ein, die schon zigmal erzählt worden ist, die schon zigmal da war, die auch schon in einer Version vorhanden ist, die alle lieben, so, anstatt irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die mehr aus dem Umfeld kommt oder die irgendwie was anderes ist oder irgendwas Neueres ist oder keine Ahnung was so, ja. Also ich find's halt so, und stattdessen bürgst du dir lieber diesen Shitstorm auf, weil irgendwelche Idioten im Netz dann schreiben, die war aber niemals schwarz. So, also das ist, ich versteh's nicht. Also man könnte sich eine Menge Ärger ersparen und man könnte, glaube ich, auch eine Menge Menschen deutlich glücklicher machen, als eben genau sowas zu nehmen und auf Teufel komm raus irgendwie zu sagen, das muss jetzt so und so sein, wir wollen jetzt die und die Menschen auch noch mit ansprechen, was ja eine edle Absicht ist, aber im Endeffekt, Leute, ihr wollt Geld machen. Mit einem Film, den ihr schon mal rausgebracht habt, mit Liedern, die ihr schon mal rausgebracht habt, für die ihr schon mal bezahlt habt, für die ihr jetzt nichts mehr zahlen müsst. Also, da beißt sich so ein bisschen die gute Absicht und die eigentliche Absicht miteinander, finde ich. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob sie sich gesagt haben, okay, wir wollen Ariel machen, aber wir wollen, dass Ariel schwarz ist. Oder ob sie sich einfach gesagt haben, Halle Bailey hat da Bock drauf, geil, nehmen wir, die kann gut singen. Schauspielern kriegen wir auch irgendwie hin, das ist jetzt nicht das Gebot, was man, auf das man achtet bei so einer Disney-Live-Action-Verfilmung. Ich finde es aber auch nicht schlimm, also weil, zumal, ich finde es Quatsch zu sagen, ja, Hans Christian Andersen hat sich was anders gedacht. In keiner Welt war auch schon die Original-Ariel-Verfilmung, die war auch fernab von dem, was Hans-Christian Andersen erzählt hat und unterschwellig erzählen wollte.
Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dann eben zu sagen, okay, dann nehmen wir was. Wo dann vielleicht noch Leute, ich meine, wenn sie jetzt sagen würden, und das sollten sie auf jeden Fall machen, mal eine Geschichte über so eine afrikanische Prinzessin, Königin, keine Ahnung. Da gibt es ja auch super faszinierende Völker, die man erforschen kann. Aber ich denke mal, da würden dann natürlich eher, und sie wollen ja die breite Masse ansprechen, die sagen dann halt noch eher, was, nee, das sind nur schwarze Figuren, da kann ich mich doch als weißer Mann gar nicht mit identifizieren, gucke ich mich nicht an, soll meine Kinder nicht gucken. Und dann nimmt man halt irgendwas, was man schon kennt, wo man vielleicht noch ein paar von diesen Leuten ein bisschen noch mit reinholen kann ins Kino und versucht sie so langsam nach und nach. Das ist ja einfach ein Prozess. Die müssen sich einfach mal daran gewöhnen, dass es jetzt nicht nur mehr Geschichten über sie gibt, dass es nicht mehr nur Leute zu sehen gibt, die so aussehen wie sie, sondern dass Menschen auch anders aussehen können und dass deren Geschichten auch erzählt werden können. Oder eben, es ist nicht ihre Geschichte, aber ja. Ja, offen für Interpretationen und ja, wirklich, man darf adaptieren, wie man möchte. Ja. Am Ende des Tages ist wichtig, ob es eine schöne Geschichte ist, ja, ob das funktioniert, ob es mit den Leuten irgendwie connected oder beziehungsweise eine Beziehung aufbaut und so weiter und so fort. Alles cool. Ja, und alles andere ist unwichtig. Ja, also das sagst du und das ist ja auch super, so soll es ja eigentlich auch sein, aber viele Leute gehen halt so nicht ins Kino, ja, oder gucken sich auch so nicht zu Hause Filme an. Aber im Prinzip hast du doch deine eigene Frage beantwortet. Es geht halt eben um Brand Recognition. Es geht ja nicht darum, eine neue Geschichte zu erzählen, die wir vielleicht nicht schon tausendmal gehört haben, sondern es geht ja darum, Ariel ins Kino zu bringen. Und ich glaube, da ist der Punkt vielleicht, ob das für Kinder vielleicht ein bisschen überfordernd sein kann, ist gar nicht mal so wichtig, weil ich glaube nicht, dass ein Neunjähriger sich einen Trailer anguckt und denkt, boah, ich muss da rein. Das sind so Leute wie wir, die den Originalfilm kennen, die mittlerweile vielleicht eigene Kinder haben, aber die dann eher mitschlören, als dass es andersrum ist. Ja, und ich glaube, da ist einfach der große Name, so wie, du hast gerade wie hier Moana gesagt, das ist noch zu früh, aber natürlich gibt es in 5 Jahren das Live-Action-Remake. Na gut, The Rock hat es ja schon angekündigt. Ja. Genau, weil die rattern alles ab. Und jetzt ist Ariel, und ich meine, wenn man sich die letzten Live-Verfilmungen anguckt von Disney, der beschissene König der Löwen hat trotzdem fast 2 Milliarden gemacht. Ey. So, darum geht's. Das ist alles, worum es geht. So alle, einfach alle. Nur. Ja, alle Realverfilmungen haben bislang knapp an die, also mindestens knapp an die Milliarde, wenn nicht sogar, also drüber. Ja. Ich glaube, von den 5 oder 6, die es gibt, ist, glaube ich, nur das Dschungelbuch knapp vor einer Milliarde geblieben. So. Alle anderen sind über die Milliarde. Das ist eigentlich ein Skandal, dass diese Filme so viel Geld machen, obwohl sie so scheiße sind. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, was heißt scheiße? Sie sind halt einfach. Weiß, was dich erwartet. Ja, gut, aber die sind wirklich, Aladdin ist so schlecht, Leute. Aladdin finde ich auch schlecht. Oh, ist das furchtbar. Alles daran ist furchtbar. Also ich fand König der Löwen absolut ätzend. Da dachte ich irgendwie, also. Weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen. Gott ist tot. Ridley Gott? Aber weißt du, also ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ich habe mittlerweile auch unterschiedliche Sachen gehört. Aber mir ist gerade beim Gucken aufgefallen und ich muss erklären, vielleicht ist es nicht das beste Setup hier. Wir haben so Licht in der Fresse und so, ne? Aber trotzdem, ich fand, das ist wieder so ein Film. Der sieht aus, als würde er durch eine Sonnenbrille gefilmt. Ja, also, ja. Weil wir gerade das Original natürlich angesprochen haben. Ich habe den als Kind sehr oft gesehen. Ich war extrem in Ariel verknallt. Das war einer meiner Lieblingsfilme. Und ich habe wirklich Szenen noch plastisch vor Augen, wie bunt alles war und wie voller Leben und Energie und es vibrierte richtig. Und ich sehe die Szenen auch nur im Trailer, wenn sie da rumtanzt, aber schon wieder sind die Farben so runtergedreht. Das ist alles so desaturiert. Das sieht alles so freudlos aus. Und vielleicht wirkt es im fertigen Film anders. Aber das soll ja im Film, glaube ich, es ist ja so beabsichtigt, ne? Die Menschenwelt ist ein bisschen entsättigt von den Farben her und unter Wasser. Aber auch unter Wasser. Nee, ich hatte eher das Gefühl, dass unter Wasser so ein bisschen, um eben die CGI, ja, zu verstehen. Genau. Oh. Und so sieht es nämlich auch aus. Und deswegen, und weißt du, weil du vorhin gefragt hast, irgendwie, ob ich jetzt, sollte ich mit meinen Kindern wie Ariel gucken oder so. Wenn ich mir nur ein Screenshot angucke von dem Original Ariel 1989 und von dem, das ist für mich, ich denke nicht mal eine Nanosekunde drüber nach, mit, also welchen Film ich meiner Tochter das erste Mal zuerst zeige. Natürlich das Original. Der macht Bock, der macht Spaß, da passiert was, oder bist du wieder Kind. Und bei dem, es ist alles so. Es wirkt wie Flucht der Karibik. Es ist alles so freudlos, ey. Aber ja, weil spielt ja in der Karibik, ja, genau, wie ich das verstanden habe. Und das war wirklich so ein Ding, wo ich mir sage, okay, das finde ich gut. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, weil das hat mich schon immer, und ich habe Ariel auch geliebt. Ich war nicht in sie verliebt, aber ich fand den Film. Aber dann in Eric? Nee, oh mein Gott, den habe ich gehasst. Ja. Was bist du für ein dummer Film? Er war eine Pfeife, das stimmt. Ja, also wirklich. Ich fand auch, ich habe die Story auch gehasst, aber ich mochte die Musik und deswegen auch den Film. Ja, wie jeder. Sie haben es jetzt ja auch ein bisschen wohl, wie soll man sagen, ein bisschen emanzipatorischer gemacht mit dem Fluch, ne? Oder? Ja, aber das war auch so, also das will ich jetzt nicht unbedingt spoilern. Gut, ich weiß nicht, ob das ein Riesenspoiler ist. Spoiler, sorry. Warte. Ursula macht dann nochmal so einen Extra-Zauber, dass sie nicht mehr weiß, dass sie diese Abkommen haben. Aber Scuttle und
Fabius und Sebastian, die wissen das und die, nee, die sagen ihr das dann nicht. Ach, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, sie weiß nicht mehr. Ist schon geil, mehr, wenn man bei der Ariel-Neuverfilmung die Story nicht mehr ganz zusammenkriegt. So, ey, was ist passiert? Sie weiß nicht mehr, dass sie von ihrer wahren Liebe geküsst werden muss, damit sie widersprechen kann. Das ist aha, irgendwie, sie erwacht. Okay. Aber, und es gab eine Sache, die fand ich wirklich gut. Sie, und das ist nur so eine kurze Szene am Anfang, man sieht es auch im Trailer mit diesem Schiffbruch, ja, Angriff, Unwetter. Da beobachtet sie die kurz und da spricht Erik und er sagt irgendwas, mit dem sie, was bei ihr resoniert. Also es ist nicht nur einfach, oh, der ist ja sweet, okay, für dich gebe ich meine Stimme auf. Das ist wenigstens, okay, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge, wir empfinden gleich. Ich glaube, das ist so ein bisschen bei Küssi doch. Da habe ich jetzt keine Änderungen gemerkt, aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch schon öfters den Film im englischen Original gesehen, den Zeichentrick, deswegen habe ich den englischen Text eher im Kopf gehabt, weil da hieß es ja im Vorfeld auch, sie wollen das nicht mehr so machen, weil es so ein bisschen nach... Ah stimmt, da wurde ein bisschen was verändert. Ne? Ja, aber das habe ich nicht mitbekommen. Also es würde ja auch keinen Sinn ergeben, weil es ist ja einfach nur, sie müssen sie ja retten und deswegen ist ja wirklich, küss sie doch, sie kann ja gar nicht sagen. Jetzt küss sie, Mann! Ja. 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 Gut, wir werden sehen, was der Film einspielt und ob diese Strategie noch weiter verfahren wird. Aber ich glaube auch, dass der eine Menge einspielen wird. Auf jeden Fall, also, würde der jetzt wirklich hart floppen, wäre das für mich mehr eine Überraschung, als dass er jetzt wirklich Erfolg hat. So. Und was du vorhin gesagt hast, das mit diesem Shitstorm, das ist ja, also wenn man mal so wie wir so ein bisschen tief drin ist in dieser Szene und das so mitkriegt und Medienberichte liest, aber für den normalen 0815 ab und zu mal mit seiner Familie ins Kinogänger, ist es ja völlig irrelevant, dass was irgendwelche Internet-Spackos sich darüber aufregen, dass Ariel schwarz ist. Also ich glaube, man darf das global auch wirklich nicht überbewerten, diesen Shitstorm. Die haben gesagt, das kann nicht sein, weil die ist unter Wasser und da scheint die Sonne nicht, dann kann sie nicht schwarz sein. Und das ist so, das ist eine fucking Meerjungfrau, die gibt es nicht. Da muss man keine wissenschaftliche Logik anwenden. Übrigens, Freunde, im All hört man nichts. Da gibt es auch keine Explosionen und Laserschüsse. Ne? Ja. Nur so viel, falls ihr nochmal auf Star Wars genauer achten. Und Carrie Fisher darf keinen BH tragen, weil das trägt man im All auch nicht. Warum? Entschuldigung, da muss ich jetzt mal interessiert nachfragen. Warum trägt man im All keinen BH? Habt ihr das nicht mitbekommen? Nee. Das hat sie, ich glaube, bei dem Kennedy Center Honors von George Lucas hat sie das gesagt, hat sie sich super krass aufgeregt, dass sie immer dieselbe Scheißfrisur tragen musste, während Natalie Portman dann auf einmal richtig geile Sachen anziehen darf, richtig tolle Haare hat. Und das meinte sie, ich habe gesehen, die trägt ein BH und ich durfte das nicht, weil du gesagt hast, im All trägt man das nicht, das würde dann alles zusammenquetschen oder so. Oh mein Gott, wirklich? Ja. Sie darf nur ihren metallen Bikini anziehen. Oh, wie lustig. Der aber auch jetzt also in die Filmgeschichte eingegangen ist. Also ist auch vielleicht ein bisschen undankbar von Carrie Fisher. Nachher. Nee, ich glaube, es ging eher um die anderen Klamotten, dass sie da nicht... Nee, das habe ich noch nicht gehört. Also bei allen Sachen, über die man sich in Star Wars aufregen kann, aber das war für mich sogar noch neu. Das ist schön. Kann ich nur empfehlen, guck dir das Video an. Okay. Der wird sich irgendwie... Ich glaube, du musst einfach nur Carrie Fisher, Kennedy Center Honors. Bra. Ja. Ja. Bra. Okay. Bra. Bra. Okay. Ja. Gut. Schön. Kommen wir zu was völlig anderem. Nämlich zu Dracula. Der ist wieder da. Beziehungsweise das Monsterverse geht weiter, offensichtlich. Dieser Film war mal ursprünglich Teil des Monsterverse, hat aber meiner Ansicht nach kaum Berührungspunkte. Also nicht die, mit denen man hätte rechnen können, wenn man halt irgendwie im Vorfeld hört, dass dieser Film zum Universal Monsterverse eigentlich gehören sollte. Was die anderen aber auch nicht hatten, ne? Also das Reboot des Universal Dark Universe fing inoffiziell mit Dracula Untold an. Das war 2014. Und dann ist der aber furchtbar gefloppt. Ja. Und dann wurde das so ein bisschen runtergespielt. So, war jetzt einfach nur ein für sich stehender Flop. Dann hatten wir vor ein paar Jahren hier noch der Unsichtbare. Aber Tom Cruise war mit Die Mumie ja noch. Die Mumie hatten wir noch, der irgendwie sehr erfolgreich lief. Er sollte und Russell Crowe das Bindeglied sein. Genau, ja. Hier als Dr. Jekyll und so. Genau. Also der Punkt, dass die alle für sich stehend wirken und das auch sein sollen, das ist tatsächlich ja konzeptionell, ist das ja nicht neu. Also das war ja wirklich die Idee. Das hängt alles irgendwie zusammen, aber im Prinzip steht jeder Film erstmal für sich alleine. Ja, so auch Renfield, in dem es darum geht, dass der Gehilfe von Dracula, Renfield, dass der keinen Bock mehr hat, unter der Knute seines Herrn zu stehen, beziehungsweise sich irgendwie nicht richtig gewertschätzt fühlt und unter dieser toxischen Arbeitsbeziehung leidet. Deswegen schließt er sich einer Selbsthilfegruppe an und schöpft dort so ein bisschen neue Lebenskraft, Lebensmut, aber wird dann halt auch wieder aufgrund seiner Tätigkeiten für Dracula in einen Kriminalfall verwickelt, an dem auch eine Polizistin beteiligt ist und deren Wege kreuzen sich. Und jetzt müssen sie sowohl Dracula irgendwie... Kann man sagen.
zufriedenstellen oder halt ignorieren und gleichzeitig mit dieser Gangsterfamilie irgendwie sich auseinandersetzen. Und ja, heraus kommt ein Film, der sehr spritzig ist, in dem Nicolas Cage ein echtes Highlight ist und der aber auch echt so schnell vergessen ist, wie man ihn gesehen hat, glaube ich, oder? Ich habe ihn leider noch nicht sehen können. Ich war an dem Tag, konnte ich leider nicht in die PV und deswegen habe ich den verpasst. Aber das ist so ein Film, da hätte ich Bock ins Kino zu gehen, einfach so. Kann ich auch sagen, ey, geh rein, 90 Minuten. Ja, easy. Lockere, blutige Unterhaltung bisschen haben. Bisschen lachen. Ich meine, Nicholas Hoult hat sich ja auch gemacht, oder was? Ich meine, der hat ja angefangen hier bei X-Men, war hier der Schmalhans quasi. About a Boy. Ja, als kleiner Bub. Das ist Nicholas Hoult. Der Tod mit der beschissenen Frisur. Echt jetzt? Mit der wirklich schlimmen Frise. Das ist er. Die nur noch von der Frise von Toni Collette überboten wird. Ja, stimmt. Krass. Nee, das wusste ich nicht, dass ja. das ist. Krass. Ja, also ich finde auch, der hat einen guten Werdegang. Der hat sich, aber gehabt. Ja genau, also ist ja umso besser noch, dass es dann immer weiterging für ihn, ne? Und dass dann er dann zu X-Men kam und dann hat er noch diesen Warm Blood oder wie der hieß? Ja. Warm Bodies. Warm Bodies, genau, ja. Hat er auch gemacht. Mad Max. Hat er aber auch. Weiß nicht, ob ihr die kennt, die britische Serie. Ja. Diese Teenie-Serie, wo es nur um Drogen und Sex geht. Und hier Kill Your Darlings, wo er diesen Manager, diesen Musikmanager spielt, der war auch nicht verkehrt so. Also, wäre schon guter, ja, so. Auf jeden Fall. Ich mochte ihn auch sehr in dem Film. Und ich meine, What a Lovely Day hat er ein Zitat geschaffen, das schon seine gewisse Langlebigkeit besitzt. Würde ich jetzt behaupten. Und ja, ey, Renfield, ne? Ich habe Awkwafina nicht gebraucht, aber die brauche ich auch mittlerweile überhaupt nicht mehr in irgendeinem Film. Die spielt immer dieselbe Rolle. Ah, danke! Endlich sagt mal jemand außer mir. Außer in mit ihrer Großmutter. Farewell. Ja, genau. Das ist auch wirklich, jeder kommt immer an und sagt, ja, aber in Farewell war sie gut. Ja, die hat aber auch noch 15 andere Filme gemacht und denen war sie immer die gleiche Figur. Ja. Und es geht hart auf den Sack. So, Entschuldigung. Ja. So, ja, ich will's, ja. Aber Punch Drunk Love mit ihm war doch ganz gut. Ja, fuck you. Ja, ich kenn, obwohl Adam Dings hat schon ein paar mehr Filme. Ja, mittlerweile so 2, 3. Ja, bei genau. Den 43 und ist mehr als Awkwafina vorbei. Ja, das stimmt. Ich würde bei ihm auch sagen, er macht das auch mittlerweile einfach bewusst. Um ja, natürlich. Urlaub ja, mit Freunden, ja, ja, bisschen Kohle dabei verdienen. Ey, ich habe auch aufgehört, die Filme nach normalen Maßstäben zu bewerten. Ja, ja. Ja. Also auf jeden Fall, ich fand, Renfield ist so ein Film, ich habe lange keinen Film gesehen, der sich so schizophren anfühlte, wie so zwei. der besteht aus zwei Teilen, so zwei Story-Elementen, die für mich fast überhaupt gar nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite haben wir eben diese Dracula-Dynamik, die er mit Renfield hat, mit Nicholas Hoult, und die ist wirklich schön. Also das sind, ist jetzt wenig überraschend, aber das sind wirklich die Highlight-Szenen des Films. Mhm. Weil Nicolas Cage, der gibt einen fantastischen Dracula, das macht er richtig gut. Kein Zweifel gehabt. Der hat genau die richtige Mischung aus, also schon ein bisschen übertrieben, ein bisschen exzentrisch, aber er dreht nicht völlig ab, dass es anstrengend wird. Also man merkt wirklich, er hat sich mit der Figur Dracula sehr auseinandergesetzt, so wie er diesen Sprachduktus hat, also so eine Mischung aus Christopher Lee und Bela Lugosi. Es ist wirklich schön. Und dann diese Dynamik mit er ist so ein irrer Ruhepol in diesem Film. Mhm. Ja, also obwohl er halt wirklich... Der ist der Anker dieses Films. Ja, ja. Aber halt, er ist natürlich überdreht. Er ist natürlich, er macht den Cage. Aber innerhalb dieses Films, wie gesagt, ist er so ein sicherer Hafen. Ja, und ich finde, der macht, also manchmal tut man den Cage so ein bisschen Unrecht, weil ich weiß, das ist mittlerweile so ein Meme. Nick Cage dreht wieder durch und deswegen gucken alle nur seine Filme. Aber ja, also das finde ich ein bisschen unfair, weil oftmals Nick Cage schon diese Exzentrik reinbringt. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Aber speziell jetzt auch bei Renfield habe ich immer das Gefühl, dass er trotzdem sich der Rolle unterordnet. Er macht das für die Rolle und nicht, weil er sein eigenes Ego oder sein eigenes Meme damit füttern will. Das fand ich total angenehm. Also die Szenen sind wirklich super, machen aber vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Minuten des Films aus, wo wirklich Dracula mit Renfield interagiert. Und der Rest ist leider absolut generische, also unoriginelle, laute, anstrengende und also nicht mal lustig gemachte, inszenierte Action von der Stange. Das wird so zu Cape-Shit. So, also wir haben es wie auch im Trailer gesehen, wenn die Action-Sequenzen kommen, da kannst du, wie du bei Ariel, kannst du locker aufs Klo gehen, du verpasst irgendwie nichts. Wirklich, ja, ohne, wirklich, du kommst wieder und die prügeln sich immer noch. Und ich weiß, also man hat es auch im Trailer gesehen, da werden mal Arme ausgerissen und es spritzt ein bisschen CGI-Blut. Aber ganz im Ernst, also wer sich davon noch wirklich mitreißen lässt, da sage ich, okay, gut für dich, dann hast du deinen Gegenwert für dein Geld, für die Kinokarte. Aber da hat man alles schon, das hast du eine Million Mal in 3 Milliarden Filme hast du schon besser gesehen. Da ist ja, das ist aber auch doch, kein, total. Ich find, das was war daran Argument. Geil? Was war daran geil? Was heißt geil? Also ich würde das Wort geil in diesem Zusammenhang mit diesem Film nicht benutzen, aber ich war
nach den bisherigen Kritiken, die man so aus Amerika mitbekommen hat, weil ich da bin ich da relativ vorsichtig rein oder mit relativ gar keiner Erwartung. Und dafür fand ich es dann doch relativ amüsant, weil ich sehe gerne solche sprudelig spritzigen Splatter-Szenen, weil das ist dann für mich so ein bisschen der Ausgleich zu eben den ewig auserzählten Gags, die du schon angemerkt hast, zu Awkwafina. Oder halt ja eben zu Filmen wie Cocaine Bear, die halt nichts dergleichen haben, außer eine Szene. Mhm. Ja, und alle sich auch wieder da auf diese eine Szene irgendwie stützen und sagen, ja, die war aber ganz cool. Ja, da hast du aber noch 80 Minuten Film drumherum. Und ich finde, Ben Schwartz war in dem Renfield noch ein Lichtblick, den habe ich gern gesehen. Spielt ein Bösewicht? Spielt ein Bösewicht, ja. Genau. Den mochte ich halt. Seine Mutter war auch in Ordnung. Und Nicholas Hoult, wie gesagt, und wenn dann halt hier und da mal irgendwie alles Körperteile abgetrennt werden oder aufgerissen werden und so weiter, dann muss ich sagen, ist das irgendwie, ja, mein Balsam des kleinen Mannes so. Also. Ja. Ich muss sagen, ich find's einfach nur schön, ich dachte mir irgendwie die ganze Zeit, schön, dass so ein Film noch ins Kino kommt. Ja. Weil ich hätte mir gedacht, den würde man noch sofort vom Schreibtisch runter, das Drehbuch, ne, weg, ab in die Tonne. Das ist hier kein Riesen. Das ist so ein Film, den hätte man früher, hätte man sich gesagt, ja, mit den DVD verkaufen holen wir noch was raus. Und dass der trotzdem in die Kinos kommt, finde ich eigentlich ganz schön. Und so ein, ich finde, 90 Minuten, kommt bitte wieder zurück. Ja, danke. Ja. Ich vermisse euch. Und das war wirklich so ein Ding, wäre da 2 Stunden gegangen, hätte ich gesagt, boah, nee, guckt den euch nicht an. Aber es ist wirklich, es sind 90 Minuten, mal ein Spaß. Die beiden Nicholases sind wirklich super zusammen. Knick-knack. Ich mag auch immer, wenn Nicholas Hoult mit sich selbst spricht und seine wirren Gedanken da. Das hatte so ein bisschen was von Taika Waititi in 3-Zimmer-Küche-Sarg. 5-Zimmer. 5-Zimmer-Küche-Sarg. What We Do in the Shadows. Ja, ja. Genau. Ja. Und das fand ich sehr schön. Ja. Also, ja, ich sehe deinen Punkt. Du musst ihn nicht rechtfertigen. Nein. Ich fand den. Aber ich erinnere mich an mich selbst zurück, als wir aus der PV kamen. Da war ja wie auch Kolja dabei und so. Und der fand den richtig scheiße. Und ich weiß, dass ich selber noch gesagt habe: Nee, also so scheiße fand ich ihn jetzt gar nicht. Weil allein diese Szenen mit Dracula, mit Nicolas Cage eben, die haben tatsächlich für mich fast das ganze andere wie gerade noch so über die Ziellinie geschleift. Deswegen, ich fand den jetzt nicht so beschissen. Aber also ich sehe auch den Punkt, dass es eigentlich sympathisch ist, wenn solche Filme ins Kino kommen. Auf der anderen Seite hat er 65 Millionen gekostet, die er in 1 Million Jahre nicht wieder einspielen wird. Und also da frage ich mich, ob das nicht eher ein Boomerang war, der im schlimmsten Fall davon abhält, solche Filme noch mal ins Kino zu bringen, weil man bei Renfield gesehen hat, das funktioniert nicht. Wir haben Nicolas Cage als Dracula, da kann man eine geile Marketingkampagne drauf aufbauen. Wir haben auch die splatterigen Action-Sequenzen, die alle aus dem Rechner kommen, deswegen kickt mich das jetzt nicht. Aber gut, kann man ja irgendwie auch noch ein paar Leute mit ins Kino holen. Aber also der ist ja krachend an den Kinokassen gescheitert. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so eine 65 Millionen. 65 Millionen. Wo hat der denn 65 Millionen? Bo is Afraid allein hat 35 gekostet. So, also mittlerweile haben Filme eine Dimension angenommen, wo man sich fragt, ey Leute, also natürlich, wir lassen uns gerne mal von krassen Bildern beeindrucken, aber so langsam dreht ihr alle so ein bisschen am Rad. Also das der muss Renfield? Nicht 65 Millionen Dollar kosten. Nee, der muss nicht 65 Millionen Dollar kosten. Also das ist dann halt das Pech von dem Film. Ne? Ja. Hätte er 5 Millionen Dollar gekostet, ich hätte es geglaubt. Und dann hätte er natürlich sein Geld gemacht. Aber das müssen die Schauspieler sein, ganz ehrlich. Wo sollen das Geld 65 hin? 65 Millionen für den Film? Na ja, gut, und du hast halt viele Tricksequenzen so, ne? Also, ja, aber das ist doch alles ja, ja. Billo. Ich dachte, die haben sich extra, komm, wir machen das jetzt extra Billo, sparen Geld. Also ich, was hat denn dann Nicolas Cage dafür verlangt? Der würde doch Dracula umsonst spielen. Oder hat also er immer noch die Das war tatsächlich eine seiner Traumrollen. Ja, er wollte schon immer mal Dracula spielen. Ja. Und so, ne? Aber ja gut, der wird jetzt auch nicht for free arbeiten. Ja. Also ich vielleicht guck noch mal nach, nicht, dass ich jetzt Bullshit erzähle, aber ich glaube, es waren wirklich 65 Millionen. Und da war ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das kriegt ihr in Leben spielt ihr das nicht wieder ein. Das wird wirklich ein Flop. Und das ist halt so schade. Und da sind wir wieder bei diesem Dark Universe Reboot. Ich sehe das jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Ey, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, was als nächstes kommen soll, aber es wird bestimmt eine noch kommen. Und das ist eigentlich, also wenn man sich überlegt, wir hatten die Mumie, wir hatten hier der Unsichtbare, davor eben Dracula Untold und davor gab es ja auch diesen Werwolf-Film mit Benicio del Toro. Ja, genau. Und so. Das ist ja auch Wolfman. The Wolfman, genau. Und also ich finde es so erstaunlich. Tatsächlich, 65 Millionen, ja. Alter, wofür? Ja, eben, das fragt man sich. Wofür? Und ich finde es so erstaunlich, weil also man sollte doch meinen, so in diesem Zeitalter der Cinematic Universes, wo alles miteinander verwoben ist, die Idee, die klassischen Filmmonster auch in Universum zu packen, das ist ja keine schlechte Idee.
Und also im Prinzip haben das die alten Universal-Filme ja auch gemacht. Da sind ja tatsächlich, Dracula ist ja wirklich auf Frankenstein getroffen und so. Kannst du ja machen. Aber ich finde, bei diesen neuen Reboot-Filmen, ich finde das so seltsam, dass die immer wieder die eigentlichen Hauptattraktionen, nämlich die Monster, irgendwie immer in die zweite Reihe schieben. Ja. Also, na klar, ich verstehe schon. Und dann auch ein bisschen, also einfach zu unterschiedlich sind, als dass die jemals miteinander funktionieren können. Der Unsichtbare passt da ja nirgendwo rein. Überhaupt nicht, nee. Und auch da ging es halt mehr um Elizabeth Moss, was ich verstehen kann. Ich meine, gut, einen Unsichtbaren zu zeigen, du brauchst das schon. Ich verstehe das schon, aber ey, sorry, aber also ich will jetzt keinem Schauspieler und keiner Schauspielerin möchte ich da irgendwie was absprechen, aber ich gehe in so einen unsichtbaren Film, weil ich den Unsichtbaren sehen will. Und sorry, Elizabeth, ich mag sie auch, aber ich gehe nicht wegen ihr in so einen Film. Und wenn ich Renfield, also wenn da der Hook ist, Nicolas Cage spielt Dracula, dann schön, dass Renfield am Start ist, aber ich möchte da mehr Dracula sehen. Ja. Ich will nicht 10-minütige Shootouts gegen irgendwelche 0815-Bandenmitglieder. So, was ist das für ein Story-Element? Deswegen gehe ich doch nicht in so einen Film. Und ich finde es konzeptionell einfach wie eine ganz seltsame Herangehensweise, wie man die alten Filme versucht zu rebooten und in ein Universum zu packen. Und deswegen wundert es mich nicht, warum das bislang einfach nicht funktioniert hat. Deswegen war der erste Godzilla von 2014 auch nicht so geil, weil man halt kaum Godzilla gesehen hat. Der wurde immer nur so angedeutet. Du hast den weißen Hai aber auch kaum den weißen Hai gesehen. Und im ersten Godzilla, im 1954 Godzilla, kommt Godzilla auch nicht auf die beste Nettozeit, ne? Also auf die höchste. Ich weiß, aber heute hat man ja ganz andere Ansprüche. Ja. Das ist ja das Ding. Meinst du etwa solche Ansprüche wie bei Fast and the Furious 10? Oder da ist alles offen. Wow. Da sind gar keine Ansprüche vorhanden. Es gibt ja noch andere Universen, in denen wir uns aufhalten können. Jetzt kommt meins. Brumm, brumm. Ja, jetzt noch mal einmal kurz nachgetragen. Fast and Furious 10. Was soll man sagen? Dominic Toretto hat wieder Stress am Arsch. Oder beziehungsweise die ganze Familie hat Stress am Arsch. Denn diesmal möchte sich der Sohn eines Drogenbarons dafür rächen, dass sie den Drogenbaron in Teil 5 quasi zur Strecke gebracht haben. Yes. Dante Reyes ist der Sohn von Bucho aus Desperado, der in Teil 5 den Bösewicht gespielt hat. Und Jason Momoa ist ja der größte Gewinn für die gesamte Reihe seit wirklich langer, langer Zeit. Oder mindestens 2 oder 3 Filmen. Und ja, möchte jetzt diese Familie nicht nur vernichten, sondern möchte sie wirklich leiden lassen. Und das führt zu jede Menge Quatsch, Nonsens, Dünnsinn und Macho-Sprüchen oder beziehungsweise auch zu ein paar echt großartigen Szenen, die so in dieser Serie noch nicht vorhanden waren. Ich sage nur Nagellack. Ich habe jetzt gelesen, diese Szene sollte Louis Leterrier, der hier die Regie geführt hat und die Regie von Justin Lin übernommen hat, hat gesagt, er hat die Szene gedreht. Aber er dachte eigentlich, ja gut, die kommt irgendwann auf DVD und Blu-ray irgendwie als entweder Deleted Scene oder halt als Extended Cut oder sowas. Dass sie im eigentlichen Film landet, ist einer der Produzentinnen zu verdanken. Und ich sag wirklich, das war eine Frau, die halt gesagt hat, sie findet die Szene so großartig, die muss auf jeden Fall im Film bleiben. Gott sei Dank. Ja, die war auch. Ich finde, alles mit Jason Momoa war sehr, sehr gut in diesem Film. Ja. Weil er, glaube ich, so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, er hat so ein bisschen auch seine eigene Seite ausgelebt. Also man hatte das Gefühl, er hat richtig Spaß daran, diesen absurden Charakter zu spielen. Und dass er, glaube ich, sich auch sehr danach gefühlt hat, das so zu spielen. Und das merkt man halt dem Film an und das merkt man seinem Charakter an. Und passt aber absurderweise trotzdem gut in diesen Film rein, weil mit einem 10. Teil diese Reihe ja sowieso schon völlig ad absurdum gebracht wurde. Und dann kannst du ja auch alles bringen, finde ich. Also da gibt's ja keine Grenzen mehr. Wir sind ins All geflogen. Also was will ich denn jetzt noch irgendwie großartig erwarten? Und ob du dann so einen Typ wie den Reyes da hinsetzt, also wer sich darüber aufregen mag, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen, so. Weil es ist immer noch Fast and Furious. Und wenn diese Dinge passieren, dann muss man das einfach akzeptieren. Oder man guckt diese Filme einfach nicht, so. Ne? Und deswegen, ich finde, das passt großartig. Ich finde, insgesamt ist es einer der schlechteren Fast and Furious Filme, weil er sehr wenig mit diesem Familienthema überhaupt zu tun hat, weil die Story natürlich aufgedröselt wird in ganz viele kleine Scheibchen, die dann später in einem zweiten, womöglich noch dritten Finalfilm quasi aufgelöst werden soll. Das heißt, es spreadet sich alles so. Und wir haben Letty an der einen Seite, wir haben Dom, dann haben wir Doms Bruder mit Doms Sohn auf einem anderen Storyfahrt und so. Das ist mir zu, da ist nicht viel mit Familie und da ist nicht viel mit große Heists und irgendwie alles muss jetzt zusammen gemacht werden und so. Es ist sehr, da ist jeder so auf seiner eigenen Reise. Und ich mag die Figuren, ich finde die sympathisch, aber ich finde das für Fast and Furious irgendwie nicht passend. Ich finde das nicht cool. So. Gut,
ich denke mal, im nächsten Film wird es wieder erstmal eine ganze Weile dauern, bis sie dann zur großen Finalschlacht kommen und wieder alle physikalischen Gesetze brechen und, weiß ich nicht, Nachvollziehbarkeiten über Bord werfen. Aber ich glaube schon, dass sie hier und da wieder zurückkommen werden. Ich meine, das ist jetzt wirklich, wir werden hier nach dem Film, also mit Teil 10, werden wir ja wirklich vor ein offenes Ende, beziehungsweise hört man ja mitten in der Action auf. Ja. Knallharte Cliffhanger. Oh, werden sie überleben? Können wir darauf hoffen, dass wir sie im nächsten Teil noch sehen werden? Da ist noch niemand gestorben. Ja, es ist eine wirklich riesengroße Wiedervereinigung und Zusammenführung verschiedenster Charaktere. Wer das alles mag und überhaupt seit Teil 5 nicht mehr diese Ansprüche an einen Film stellt, diese regulären Ansprüche an einen Film stellt, sondern eben das Ganze als seine eigene Welt begreift, in der halt alles passieren kann. Wenn es Hauptsache ist, es sieht irgendwie cool aus oder es wirkt eben für eben ja die entsprechenden Figuren auf der Leinwand. Ich meine, Vin Diesel, ne? Es ist mir jetzt auch im Nachhinein nochmal aufgefallen. Er sagt ja wirklich einen Kalenderspruch nach dem anderen. Der hat nicht einen richtigen Dialog. Nein. Ja? So funktioniert aber Dom Toretto, so ist er einfach. Der ist halt, so einen Menschen gibt es nicht, Gott sei Dank wahrscheinlich. Oh, ich glaube schon, ist schon bestimmt. Ich glaube nicht, dass es, also. Ich würde sagen, spätestens nach dieser Reihe wird es eine Menge noch Vin Diesels geben oder beziehungsweise Leute, die sich darum berufen fühlen, diese Position in der realen Welt zu vertreten. Ich habe früher bei der Tuning World neben der Schule gearbeitet und da hat man schon so ein paar gesehen, wo man sich hätte vorstellen können, dass sie sowas sagen. Der ist ja nicht, aber das ist ja, aber Leute sprechen ja nicht nur so, das gibt's ja nicht. Du kannst ja nicht morgens aufstehen und sagen so irgendeinen Kalenderspruch. Du kannst die Straße nicht kaufen. Ja, genau. Und was das bedeutet, ich möchte eigentlich frühstücken oder was? So, also es muss aber selbst wenn er sagt, lasst uns frühstücken, dann kommt es noch so über, wie irgendwie, es könnte als Wandtattoo. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Genau, Vin. Danke, ja, Mann. Auf den Punkt gebracht. Ich finde es ja überhaupt nicht schlimm. Das ist ja der Gag an der Sache. Ich finde das ja alles richtig so, wie es ist. Das liebe ich ja an Fast and Furious, dass das alles so bescheuert ist. Aber ich muss sagen, nach 8 und 9 finde ich den hier am spaßigsten. Also ich fand 9 so lustig. Ich finde den bisherigen Höhepunkt, es war der 7. meiner Ansicht nach. So, was es angeht, ich muss auch sagen, mir hat nicht ganz so gefallen, dass das Bildformat oder der Ausschnitt war halt deutlich enger als in den bisherigen Filmen. Ich finde auch, der Schnitt war manchmal ein bisschen zu früh. Also da haben sie einfach Szenen oder auch Action-Szenen nicht länger wirken lassen. Was ich erstaunlich finde, weil Letelier hat unter anderem Transporter mit Jason Statham gemacht. Ach. Und gerade bei seinen Kampfszenen fand ich das merkwürdig abgehackt so. Ja. Stimmt, da dachte man sich, warum zeigt ihr nicht mehr davon? Genau. Und mir war es halt dann doch ein bisschen zu viel CGI, wie ich ja schon bei unserem anderen Kanal gesagt habe. Ich kam mir stellenweise vor wie in einem Transformers-Film. Das finde ich ein bisschen schade. Also das hoffe ich, das schrauben sie ein bisschen wieder zurück in der Zukunft. Also als jemand, der von der Fast and Furious-Serie den ersten Teil gesehen hat. Wie solltest du mal alle gucken, Nicole? Ey, ich glaube, also nach allem, was ich weiß, ich spiele ja so gerne den Kinosnob, ne? Aber ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, ist das, glaube ich, eine Reihe, die wäre wahrscheinlich also schmerzloser als andere. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, 10 Fast and Furious-Teile zu gucken oder 5 Transformers-Filme, dann entscheide ich mich auf jeden Fall für Fast and Furious. Keine Frage. Danke. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich habe gerade so, im Trailer gerade, wir haben es hier auf dem Bildschirm gesehen, ne? Also wenn ich sehe, wie Vin Diesel in einem CGI-Wagen sitzt, ein CGI-Staudamm runterfährt und hinter ihm kommen CGI-Flammen, also ich sehe einfach nicht, weshalb ich mir das angucken sollte. Das ist so. Ja, nee, ey. So, weil du ja auch keinen Berührungspunkt hast mit diesen Leuten. Nein, aber ach, ich habe doch nichts gegen geil gemachte Actionfilme. Aber weißt du, wenn deine komplette Action aus dem Rechner kommt, so dann scheiterst du als Actionfilm. So sehe ich das irgendwie. Also da musst du schon was anbieten, was wirklich so dermaßen auf einem anderen Level ist, dass ich das vergesse. Also das hat schon echt wirklich indische Qualitäten hier, ne? Also finde ich. Also diese Filme, diese Szenen, die hättest du halt in mindestens 5 verschiedenen indischen Filmen auch sehen können. Du brauchst immer eine Gatling-Gun, musst irgendwo drauf auf einen Hubschrauber, also irgendwo kommt ein Hubschrauber angeflogen, die müssen auch noch irgendwie abstürzen und so. Und es ist fast schon ein indisches Kino, was hier
amerikanisch produziert wird. Ey, das ist natürlich auch wie auch ganz subjektiv, das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und wenn ich länger drüber nachdenken würde, fallen mir bestimmt auch Gegenbeispiele ein, wo es funktioniert. Und wie gesagt, ich habe den Film auch nicht gesehen, kein Qualitätsurteil über Fast and Furious X. Aber als ich das im Trailer gesehen habe, da dachte ich, nee, guck ich mir nicht an. Ich sitze da und es gibt mir nichts, es gibt mir absolut nichts. Anders zum Beispiel, wo wir irgendwie von Action reden, wir sprechen dann noch über den Film, den ich mir gestern noch angeguckt habe. Machen wir jetzt sofort. Ja, nee, ich will nur sagen, um diese Brücke schon mal zu schlagen, da ist die Action viel, 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 viel kleiner. Im Prinzip prügeln sich nur zwei Männer. Und ich saß gebannt vom Screen und ich dachte, ich kann davon nicht genug kriegen. Geil, deswegen gucke ich mir Filme an. Und das ist für mich so eine Haske so sagen. Und zwar, mir geht's ähnlich wie dir, dass ich bin aus dem dritten ausgestiegen und habe den jetzt zum ersten Mal seit langem wieder gesehen. Davor nur Trailer-Ausschnitte von den anderen. Und ich musste eine halbe Stunde habe ich gebraucht, um da reinzukommen. Und dann habe ich mich gefragt, warum werden die so krass verarscht, aber Mission Impossible wird so gefeiert. Und ich glaube, es ist tatsächlich dieses, okay, Mission Impossible hat nun mal deutlich weniger CGI-Stunts und Action. Aber so im Grunde genommen, es ist ja auch, Tom Cruise ist jetzt auch nicht, legt da jetzt auch nicht krasse Drehbücher runter oder liest die runter. Und es ist jetzt auch nicht so, als wären die Storys physikalisch immer logisch. Aber Tom Cruise hängt zum Beispiel außen an einem Flugzeug. Das ist der Unterschied. Deswegen, weil ich liebe Mission Impossible, abgesehen vom zweiten Teil. Und ich hasse, wirklich, ich saß so oft in diesem Kino, in Fast and Furious. Was hast du gegen Teil 2? Ach, der ist doof, es ist dumm. Ich finde das blöd, dass er sich. Ich fand's blöd, dass er sich verliebt und. Aber er hat so schöne Haare. Es gibt jetzt eine Stummfilmversion von Teil 2. Komplett ohne Dialoge, nur Musik. Schön. Der Mann hat den Film runtergecuttet auf ungefähr 70 Minuten und die gesamte Geschichte wird erzählt, ohne dass ein einziger Satz fällt. Und da sieht man die Klasse und die Qualität dieses Films. Okay, ich muss ihn vielleicht auch nochmal angucken. Das hättest du bei J.J. Abrams nicht hingekriegt. Ich glaube, ich habe ihn auch das letzte Mal mit 10 gesehen und dann fand ich das einfach doof, dass da so viel rumgeknutscht wurde. Das kann auch gut sein. Gut. Aber ja, weil im Grunde genommen, es sind nicht so grundverschiedene Franchises. Wow. Naja, ich meine, abgesehen. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr das Kontroverse heute gesagt habe. Man hat diese Gruppe. Du hast diese Gruppe von Leuten und die müssen immer irgendeine absurde Mission erledigen. Es geht immer um weltverändernde, weltzerstörerische Dinge. Und dann hast du halt. Ja gut, Tom Cruise bringt jetzt nicht solche dummen Sprüche die ganze Zeit. Es sind vielleicht ein bisschen weniger Autos unterwegs, aber es sind auch oft viele Stunts, die der Physik nicht so getreu sind, wie sie sein sollten vielleicht. Aber ja, er macht sie selbst. Ja, und das sage ich ja. Und deswegen mag ich die ja auch so gern. Also, und halt schon doch den Eindruck erwecken, als wären sie physikalisch treuer als das, was in Fast. Ich meine, der springt mit seinem Auto gegen den Kran, um diese Kugel da ins Wasser zu lenken. So. Aber man muss ja auch sagen, ne? Es gibt deutlich weniger Mission Impossible-Filme. Wer weiß, wo die irgendwann mal hingehen. Naja, ich glaube, nach 8 dürfte Schluss sein. Weil er dann stirbt? Ja, entweder das oder weil auch Tom Cruise so alt ist. Ja, also ich meine, der Mann ist wirklich unnatürlich frisch und fit für sein Alter so, ne? Aber irgendwann, glaube ich, ist das letzte Sauerstoffzelt aufgebraucht. Aber also, können wir mal bitte kurz darüber sprechen, dass das Gesicht in Tom Cruise Mission Impossible Trailer nicht echt ist? Das ist nicht sein Gesicht. Nein. Der sieht nicht so aus. Der ist in dem Filmtrailer, den Silke und Steven zum Beispiel letztens erst geguckt haben, komplett glatt gebügelt. Das aber ist hier, nicht sein Vin Gesicht. Diesel auch. Nein, also Vin Diesel sah in dem Film sowas wie computergerendert aus. Ich weiß. Das ist aber wahrscheinlich vielen Leuten nicht bewusst da draußen. Oder die nehmen das wahrscheinlich gar nicht so wahr. Tom Cruise ist alt und er sieht auch alt aus in echt. Also glaubt nicht alles, was ihr seht auf dem Bildschirm. Gut, ihr solltet generell nicht. Hollywood-Film wird getrickst? What? Nein, aber bei Tom Cruise habe ich immer so das Gefühl. Sandra Bullock war gar nicht im Weltall? Ich habe immer das Gefühl, dass bei Tom Cruise alle durchdrehen und denken so, Alter, das ist der krasse Typ, der wird ewig leben und der ist irgendwie super krass, der macht seine Stunts selber und bla bla bla. Naja, ich meine, der macht der sieht auch, der hat auch schon Falten, der ist auch schon ranzig. Ja, na klar. Aber ich glaube, aber ähnlich wie du gesagt hast, ich glaube, es geht, also was der Unterschied zwischen, und ist lustig, ist eine Serie, die ich gar nicht kenne, aber warum nicht? Der Unterschied zwischen Mission Impossible und Fast and Furious ist eben,
ich glaube, so das Level der Intensität. Also ja. Mission Impossible ist auch, also ich kann mich allein im allerersten Teil die Szene in dem Tunnel, wo der Helikopter explodiert und kein Mensch hätte so eine Explosion überlebt und Tom Cruise fliegt dann aber so cinematisch in die Kamera so und landet dann so, war auch schon Bullshit. Aber trotzdem irgendwie, ich kauf's noch halbwegs ab, weil ich denke, ja, okay, also der ist noch mehr, ein bisschen mehr in der Realität verankert. Noch, zumindest so mit einem großen C. Ja. Und aber die Fast and Furious Filme, also vielleicht, die wollen es ja auch offensichtlich nicht sein. Und die haben ja auch ein Publikum und ich glaube, die laufen ja auch erfolgreich. Von daher, die machen ja auch alles richtig. Aber also ich persönlich, ich gucke einfach den Trailer und weil ich auch an den Figuren nicht interessiert bin, ist für mich einfach da nichts rauszuholen. Deswegen sage ich, ey, geht ins Kino, guckt ihn euch an. Aber obwohl ich fand, Charlize Theron fand ich richtig geil. Ich hatte richtig Bock auf Atomic Blonde 2. Kommt der? Der soll doch kommen. Ja, okay. Also solange nicht gesagt wurde, mache ich nicht, David Leitch. David Leitch, ja. Ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr dazu gehört, deswegen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er nicht kommt. Ja, okay. Ich glaube noch daran. Gut, so, wir müssen jetzt aber auch mal zu einem unseren nächsten Punkt kommen, oder beziehungsweise wir müssen auch fast zum Ende kommen schon wieder. Vorher möchte ich gerne noch einmal sagen, ja, Nicolas Cage. Vin Diesel war in Fast and Furious 3 in einer kurzen Szene mit dabei. Es tut mir sehr leid. Ich hab's verwechselt mit Teil 2, in dem er halt nicht auftaucht. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Er ist nicht in allen Filmen dabei. Ja? Tut mir leid, liebe Fast and Furious Fans. Es war euch ein wirklich großes Anliegen, mir das 385.000 Mal zu schreiben oder zu sagen. Ich habe einen Fehler gemacht. Er war in Teil 2 dabei, nicht dabei. Und in Teil 3 hat er einen kurzen Auftritt gehabt. Und als kleine Entschädigung dafür gibt's jetzt hier folgende Gewinnspielpreise für euch. Ihr könnt eine Fast and Furious X-Jacke, ein Hoodie, Entschuldigung, eine Kappe und einen Kopfhörer gewinnen, inklusive mit 2 Kinotickets, wenn ihr einfach nur auf den Link, der jetzt gerade unten eingeblendet wird, klickt. Und mit ein bisschen Glück gehört eins dieser beiden Pakete euch. Und weil wir gut drauf sind, haben wir noch mehr. Denn wir verlosen noch ein paar Hoodies zu Scream, zusammen mit so einem Beutel. Und in einem Paket ist, glaube ich, noch eine Maske. Eine Scream-Maske drin. Zum, was ist er? VOD-Start. Also er startet jetzt, gibt's Scream 6, startet jetzt on demand. Und geil, guck ich mir nochmal an. Not. Vielleicht. Ich glaube, die Einzige, die den nochmal sehen wird, ist Antje. Von ja, aber Antje, nicht so scheiße, Antje haben wir auch einen Pulli gesichert. Sehr gut. Ja. Fandst du den auch nicht so? Aha, ich schick den dann also gar nicht raus. Doch. Da wir machen haben Leute mit und dann kriegt den Antje dann. Nein. Ihr Schweine. Wir haben 2 Pullover zum Verlosen und wir haben noch einen Pulli irgendwie auf die Seite packen lassen. Den kriegt dann Antje. Okay. Weil Antje ein wirklich großer Fan davon ist. Wie fandst du den 6? Ich fand ihn okay. Also es ist dieselbe Chose, aber ich finde, mit dem Cast kann man das verzeihen. Ja. So, jetzt machen wir nochmal schnell. Jetzt weiß ich auch, warum sie mich gefragt hatte, ob ich als Unterstützung für sie kommen kann, weil sie die Einzige war. Ja, jetzt machen wir nochmal schnell die Mediathekentipps, weil die will ich einfach nur vorlesen. Da haben wir einmal Hans Zimmer, der Komponist Hollywoods, ist eine Doku auf Arte oder in der Arte-Mediathek. Dame, König, Ass, Spion, ein Agenten-Thriller von, basierend auf einem Jean Le Carré-Roman mit Gary Oldman in der Hauptrolle, die einen Spion in den Reihen des MI6 enttarnen müssen. Super Film. Warum ist denn hinter Dame ein Punkt? Hinter welche? Hinter Dame, Punkt, oder hat sich König, verschrieben? Komma. Der Film heißt nicht wirklich so, oder? Nein. Weil das triggert mich gerade so ein bisschen, aber da gehört muss ich glaube, das sind immer Kommas. Ja, okay. Ja. Ich dachte schon so, hä? Was? Okay, seltsam. Alright. Dann haben wir 1000 Schönchen. Das ist ein Film, der wurde mir empfohlen. Und da habe ich gedacht, komm, warum soll er nun mir empfohlen werden? Dann empfehle ich noch gleich allen anderen Leuten. Es ist ein Märchen über zwei Frauen, die beschließen, so ein bisschen gegen die Gesellschaft zu rebellieren. Und viel mehr weiß ich nicht. Also die wollen halt die Gesellschaft so ein bisschen hinters Licht führen oder halt für Verwirrung sorgen und Spießbürger ärgern und so weiter und so fort. Ja, ist in der Arte-Mediathek. Wie gesagt, hat mich interessiert, ist auch schon etwas älter, aber soll sehenswert sein. Und dann haben wir für unsere trashigen Freunde in der Tele5-Mediathek noch Virus, Schiff ohne Wiederkehr. Jamie Lee Curtis muss gegen einen außerirdischen Organismus kämpfen, der sowohl Metall als auch Menschenteile zu Monstern verbaut. Und dann schnutet sich denn da noch mit ins Bild rein? Guck mal. William Baldwin. Die Schnute von dem. Ja. Das ist schon das Original Duckface. Ja, genau. Blue Steel. Und Donald Sutherland ist auch noch mit am Start. Ja, und dann haben wir noch ein Was für ein Film, ey.
Ich finde ihn ja nicht komplett kacke. Ich finde auch nicht komplett kacke. Der, deswegen. Ist, der macht schon Spaß. Ja. Der ist so bescheuert, dass er Spaß macht. Genau. Ja. Und genau deswegen habe ich ihn empfohlen. Ja, sehr gut. Und das trifft auch auf die, sag ich mal, B-Film-Action, ja, Zusammenfindung von unter anderem Iko Uwais, Tony Ja, Scott Adkins und Michael J. White unter der Regie von Jesse V. Johnson namens Triple Threat. Zu. Also ein Film, da geht es um irgendwie ein Mädel, das sich mit einem Verbrechersyndikat anlegt und die wird dann entführt, glaube ich. Und die drei Jungs, unter anderem hier noch der Tiger aus Man of Tai Chi, dieses Regiedebüt von Keanu Reeves, der spielt auch noch mit. Die helfen ihr dann und ja, sorgen dafür, dass sie halt wieder da rauskommt. Oh, wie schön. So. Dann haben wir Tin und Tina, ein Horrorfilm auf Netflix, den ich noch nicht gesehen habe. Der ist jetzt frisch, kommt jetzt frisch raus über ein Paar, das Kinder adoptiert, die ein bisschen schräg sein sollen. Ja. Und dann passiert was. Dann haben wir. Au! Wirklich? Okay, du hast mich, Baby. Ja, du kennst es doch, Kinderhorror halt, Mann. Die adoptieren, die kriegen keine Kinder oder können selbst keine kriegen oder verlieren ihre Kinder aufgrund eines tragischen Unglücks und kommen auf die Idee, ja, dann adoptieren wir halt zwei, die halt bislang nicht adoptiert wurden. Und die sind spooky. Und was kann schon schiefgehen? Ja, ja. Sieht aber die Mutter gruseliger aus als die Kinder auf dem Bild. Naja, weil eben vielleicht die Kinder sie so weit gebracht haben. Weiß ich nicht. So, dann haben wir The Grandmaster von Wong Kar-wai, ein Film, der anfängt wie ein Biopic über Ip Man, aber nicht wie dann Donnie Yen irgendwie nur auf Action fokussiert ist, sondern plötzlich eine ganz andere Geschichte erzählt. Gibt's auf Mubi, auf Prime gibt's The Disaster Artist, das ist die Entstehungsgeschichte von einem der schlechtesten Filme aller Zeiten, The Room von Tommy Wiseau, hier aus der Perspektive von James Franco erzählt. Mit James Franco und seinem Bruder, ja. Die hier einfach mal die ganze Geschichte, die Entstehungsgeschichte des Films nacherzählen. Ich möchte da kurz einhaken. Wann kommt ihr wieder nach Hamburg oder nach Berlin? Ja, pass auf. Bea und ich waren nämlich pass auf. In der Nacht vom 16. auf den, nee, in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai meinen Geburtstag feiern. Und da waren wir in Berlin zum 20. Jubiläum von The Room. Und dann haben wir uns das schön gegeben und sind danach noch mit Greg Sestero saufen gegangen. So. Wir sind natürlich nicht saufen gegangen, weil ich bin am nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Aber du hast auch mitgetrunken. Ja, ne, so einmal anstoßen hier fürs Geburtstag. Und wie war der Greg so? War witzig, ja, aber nett. Also ich war natürlich, ich saß eigentlich die ganze Zeit nur beim Geburtstagskind. Die war mein Star des Abends. Deswegen, nee, aber war witzig, doch, war nett. Cool. Ich freue mich auf die nächste Vorstellung. Ja, ich auch. Ich finde es immer sehr lustig. Und dann bringe ich Löffel mit. Ja, dann gibt es Löffel. Ich hatte auch zu wenig Löffel mal wieder. Ich habe gar keine. So ist das Leben. What a story, Anne. Ja, genau, what a story. Apropos Leben. Das war die Erklärung wegen der schlaflosen Nacht. Weil ja. Vier ich habe alles sie genötigt. Das ist die Erklärung, alles klar. Okay. Ich dachte, es geht jetzt darum, dass du sie gezwungen hast, sämtliche Fast and Furious Filme nochmal anzuschauen. Das mache ich dann nächstes Mal. Beim nächsten Mal, ja. Ich freue mich drauf. Gut, in deinem nächsten Leben. Ja, und das bringt uns zu Onkel Bomni und erinnert sich an seine früheren Leben von Apichatpong Verasetakul. Ein indonesischer Regisseur hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Es geht um einen Mann, der todsterbenskrank ist und jetzt zu seiner Familie aufs Land zurückkehrt und dann halt noch einmal seine Lebenrevue passieren lässt. Falls es nicht so spannend klingt, es gibt eine sehr schräge Sexszene mit einer Frau und einem Wels. Ich bin dabei. Ich stehe auf beides. Wirklich. Ich mag beides. Super. Okay, guck ich. Hast du schon mal mit The Deep gesprochen? Weil der mag Podensex sehr gerne. Aus The Boys. Ja. Ey, ich bin so gespannt. Nach dem Ende, wie die Staffel 3 von Boys endete, nach dem Desaster, ich bin so gespannt, wie Staffel 4 weitergeht. Aber egal, lass uns die. Kannst du dir die bei der Binge-Folge angucken? Da spekulieren wir ein bisschen. Genau. So, und jetzt haben wir noch einen brandheißen Tipp für euch. Auf Netflix startet jetzt am Wochenende Blood and Gold, ein Nazi-Sploitation-Film von Peter Torwart, dem Regisseur von Bang Boom Bang. Ich sag's jetzt gleich, den haben wir am Wochenende für ein Interview zu Gast. Der war jetzt hier die Woche da, mit dem haben wir, Steven und ich, haben mit dem über eine Stunde, glaube ich, gebabbelt. Das könnt ihr am Wochenende sehen. Der Film kommt parallel jetzt am 26. Also morgen ist es, glaube ich, schon, oder? Ja. Ja, kommt er raus.
Wolf hat sich gestern Abend noch mal die Mühe gemacht und hatten sich angeguckt. Und was sagst du? Mühe, es war eine Freude. Ja, also ich mag tatsächlich von Peter Torwart, also mir gefällt es, dass der nach Bang Boom Bang, das ist so lustig, dass man immer sagt, der Regisseur von Bang Boom Bang, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, aber irgendwie verbindet man ihn immer noch damit. Aber ich meine, der hat jetzt auch Blood Red Sky gemacht vor ein paar Jahren, also Vampire im Flugzeug und so. Jetzt so eine, also wirklich ultra brutale Nazi-Exploitation, palpige Trash. Geschichte, die wirklich sehr derbe ist, wo sehr viel geschossen wird, sehr viel gestorben wird, die sehr explizit ist. Also ich mag, dass der offenbar so dem Exploitation-Genre im weitesten Sinne, dass er sich dem offenbar so deutlich zugewandt hat. Also ich finde cool, dass er verschiedene Sachen ausprobiert, dass der irgendwie auch mal einen Stil bedient, den man jetzt gerade so im deutschen Unterhaltungskino jetzt nicht so oft sieht. Ich meine, okay, so ein bisschen wie bei Blood Red Sky, finde ich, hat auch der Film so ein wenig das Problem ist, also er verbeugt sich schon überdeutlich in Richtung Tarantino. Und so manchmal, so wenn der Soundtrack so einsetzt, denkst du, ja, okay, du magst Tarantino. Klar, alle mögen wir ihn. Aber also unter dem Strich war ich ziemlich gut unterhalten. Ich fand den richtig schön fies, wo er fies sein sollte. Hat aber auch noch Herz. Ja. Also es geht nicht nur um Blut und Splatter, sondern, ohne zu viel zu verraten, aber das Ende hat mich gekriegt. So, da war schon, ja, war ich schon dabei. Von daher. Vor allem der junge Mann mit Down-Syndrom, den fand ich auch stark. Also gut gespielt. Das war gut gespielt. Der hat auch, also die Funktion einfach von dieser Figur fand ich irgendwie sehr ungewöhnlich und erfrischend irgendwie auf seine Art und Weise. Und was ich halt geil fand, was du jetzt schon vorhin angekündigt hast, also ein bisschen angeteased hast, diese Nahkämpfe in manchen Räumen. Da geht's ab, ey. Ey, die fand ich wirklich, wirklich gut. Die sind von Vidan Tran inszeniert worden, der auch schon für die Halo-Serie Action inszeniert hat oder für Dune zum Beispiel. Jetzt gerade wieder für Dune gemacht hat. Der hat damals hier mit unserem Kollegen Sean Boo Darth Maul Apprentice gemacht und so Sachen. Also der ist versiert. Und Peter hat am Dienstag, als er da war, hat er auch erzählt, so, dass das halt irgendwie mal was ganz Neues war. Und sie halt einfach gesagt haben, macht mal. Ja, macht mal und wir gucken uns das an, wie das reinpasst und so. Und waren halt wirklich sehr angetan von dem Ergebnis so. Und ich glaube, Vidan war auch sehr froh, dass er mal wirklich einfach machen durfte. Mhm. So wie man halt selten Kämpfe in deutschen Actionkino irgendwie, wenn es das deutsche Actionkino überhaupt gibt. ey, ne, der Clown und so, ich weiß, es gibt einiges. Aber Plan B, ne, meine Freunde, also auf jeden Fall. Aber das ist trotzdem ein seltener Anblick gewesen irgendwie. Also das hatte schon Gangs of London für mich Touch oder Appeal. So. Und das ist schön, dass du sagst, weil genauso hat sich's beim Gucken angefühlt. Also das wirkte, wenn so eine Prügelplansequenz losgeht. Ich finde, man merkt richtig, dass der Regisseur sich da mal zurückgenommen hat. Weil Peter, also ich habe schon erahnen können, dass Peter Torwart nicht wirklich selber die Kampfchoreografien aufgeschrieben hat. Da holst du dir natürlich einen Experten ins Boot. Aber wenn du jemanden hast, der das kann, genau wie du sagst, und dann lässt man den aber auch mal machen. Und ich finde, das macht der Film, das macht der Regisseur, das tut dem Film total gut. Und das waren echt so meine Highlights. Also immer, wenn es da zur Sache ging, dann ging es aber auch wirklich zur Sache. Das war, also die Schläge waren wuchtig, die taten weh, die haben getroffen, das Blut spritzte, es kommt zu wirklich sehr harten körperlichen Verletzungen. Und was mir auch gefallen hat, also auch wenn man so ungefähr weiß, in welche Richtung die Story so geht, aber es kommt tatsächlich auch so zu ein paar Szenen, also ein paar Figuren sterben an Stellen innerhalb der Story, wo ich das nicht erwartet hätte. Da dachte ich, what? Ich auch. Der oder die stirbt auf einmal. Ich dachte, die ist voll wichtig. Und dann geht die Story aber doch noch weiter. Ey, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein totaler Film für die Ewigkeit ist. Aber ich finde es sehr sympathisch, dass sowas aus Deutschland kommt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sieht man zu selten. Ich hoffe, der hat Erfolg damit. Und also wer einen Netflix-Account hat, noch. Wer noch nutzen darf. und so ein bisschen so diese Richtung mag. Das Palpige, das Trashige, was sich nicht so ernst nimmt. Aber doch dann hart ist, wenn es hart werden muss. Solltest du dich den auf jeden Fall angucken. Und auch hier, 1,5 Stunden. Kein 2,5-Stunden-Monster, da geht es so 95 Minuten oder so. Selbst der Jennifer Lopez-Film ging 1:50, glaube ich, oder noch länger. Ja, ey. Braucht kein Mensch. Ja, genau. Und das finde ich halt auch schön. Da kommt halt so ein richtig schöner Genrebeitrag daher, der genau weiß, viel länger muss ich mein Publikum gar nicht bespaßen oder also irgendwie auf die Folter spannen oder was weiß ich, quälen. Und dementsprechend einfach schön, schnell und flott durcherzählt. So. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich fand den auch nett. Habt ihr ihn auch gefragt, ob er sie so gesehen hat? Er hat noch nicht gesehen. Aber wir haben ein bisschen aufgedröselt, wann welche Geschichte entstanden ist. Und er sagt halt, ey, es passiert halt. Ja. Es ist wie bei Armageddon und Deep Impact. Es ist wie bei Volcano und Dante's Peak. Ja. Du hast halt plötzlich irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo zwei Filme auftauchen, die auf den ersten Blick vermeintlich ähnlich sind oder irgendwie die gleiche Geschichte erzählen. Aber sie machen es halt letztendlich dann doch nicht und sind aber einfach zur gleichen Zeit da.
Ja, ich glaube, mein Fehler war, dass ich Sisu zuerst gesehen habe und dann ihn, den gesehen habe, weil ich Sisu anspruchsvoller und besser fand und von der Bildgestaltung auch vor allem sehr, sehr gut fand. Und auch die Tatsache, dass da halt sehr wenig gesprochen wird und so weiter. Es war halt ein ganz anderer Film natürlich. Aber wenn ich dann, ich bin halt am gleichen Tag nach Hause gegangen und habe dann den geguckt. Ja, ja. Und dann denke ich so, ja, okay, das. Also, andersrum wäre besser gewesen. Das hast du ja auch schon irgendwie alles gesehen schon mal. Aber es hat mir trotzdem gefallen. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, das ist jetzt wieder so, oh nee, so ein deutscher Film, wo alle immer so gestelzt sind und alles immer so nee, langweilig. Nicht. Ich fand auch einzelne Figuren sehr, sehr gut, sehr, sehr unterhaltsam. Alexander Scheer hat auf jeden Fall wieder richtig Bock. Der hat richtig Bock, ja. Der hatte wieder richtig Bock. Also, ey, kann man nichts falsch machen. Also ich meine, der ist auf Netflix, ey. Guckt ihn euch an. Genau, und was heißt sehr gut, ne? Es ist jetzt kein Inglourious Basterds, kein Meilenstein oder sonst irgendwas, so, ne? Aber es ist halt einfach mal ein schöner, anständiger Genrefilm aus Deutschland. Und darüber sollten wir meiner Ansicht nach dankbar sein und jede Gelegenheit nutzen, diesen Film oder sowas zu fördern, weil dann kriegen wir auch sowas öfter. Ja. Gut, so, aber wir kriegen jetzt hier den Sack zu. Wow. Zack. Ich danke euch. Vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Bea, fürs Kommen. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank an den Supporters Club. Denkt dran, es sind noch 500 Leute, die uns fehlen. Dann haben wir die 100.000 voll. Es ist auf jeden Fall schon stark, dass wir so weit erstmal schon gekommen sind. Vielen Dank und macht's gerne weiter, sagt's euren Freunden. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche oder beim nächsten Mal irgendwo. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.